Hallo Matthias. So, einen wunderschönen guten Abend, guten Nachmittag, wie auch immer hier aus Hamburg und ja, vielen Dank, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Und wir werden, wenn ihr Lust habt, 2 Tage jetzt miteinander zu tun haben. Und in den 2 Tagen habe ich das Vergnügen, mit euch gemeinsam einmal in unsere Welt einzutauchen, euch ein wenig näher zu bringen, was wir denn hier im Traders Club 24 in Hamburg so machen. Euch ein bisschen die Firma näher kennenlernen, aber was wahrscheinlich euch brennend interessiert, was machen wir eigentlich hier? Was traden wir? Wie traden wir das? Ja, und das werden wir auf jeden Fall die nächsten 2 Tage ein bisschen durchleuchten. Der Ablauf des heutigen Tages, ich werde ein bisschen was erzählen über den Traders Club am Anfang. Dann werde ich euch die erste Strategie etwas näher bringen, die Idee des Swiss Box Trading, das, was wir jeden Tag, jeden Morgen im Live-Trading-Raum auch machen. Und dann habt ihr wirklich das große Vergnügen, heute Abend den Christoph live zu erleben hier in diesem Raum. Christoph ist der Entwickler auch der Vola-Boxen und der Blue-Boxen und wird euch mit auf die Reise nehmen, was statistische Vorteile beim Traden bedeuten, gerade was das Box-Trading betrifft. Ja, das sehr, sehr spannend. Morgen geht es dann weiter. Wir versuchen morgen, obwohl kleiner Verfallstag, glaube ich, ist, morgen ein bisschen zu traden, noch vormittags Live-Trading zu machen. Wir haben offiziell sind unsere Bücher heute geschlossen für die Woche und waren sehr erfolgreich. Und werden morgen dann auf Demo machen. Ich werde auch gleich mein Live-Konto dann wechseln in Demo, aber wir handeln selbstverständlich hier mit echtem Geld, mit meinem persönlichen Kapital und das machen alle anderen Trader hier im Club auch. Ich hoffe, ihr seht es ja, auf der linken Seite ist so ein Chat, wo ihr Hallo so reinschreiben könnt. Ihr könnt mir dort auch Fragen reinposten und dann denke ich mir, können wir auch nachher nochmal in die offene Gesprächsgrundlage reingehen. Es bleibt auf jeden Fall genügend Frage oder Zeit, um Fragen zu beantworten. Hallo Alexander, hallo. Und ihr seht euch nicht doppelt hier. Ja, die Fragen werden immer noch mal freigeschaltet, werden noch mal freigeschaltet, weil das ist das Konzept des Traders, unseres Live-Raums auch, dass wir immer, wenn jemand auch privat was schreibt, Telefonnummer oder sowas, dann kriegen das die Leute nicht mit, sondern ich muss das immer freischalten. Deswegen seht ihr euch immer, wenn ihr was reinschreibt, doppelt. Also das ist, ihr habt keine Augenprobleme. Wunderbar. Okay, dann starten wir doch mal. Mein Name ist Carlos Martins. Ich bin Geschäftsführer und Gründer vom Traders Club 24. Ich habe diese Firma 2009 in der Schweiz gegründet. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht Skifahren, sondern ich war bei einem anderen Unternehmen tätig, die mich damals, ja, in die Schweiz gelockt haben und ich habe dort ja auch fürs Trading dort mehrere Jahre gearbeitet und ja, dann wurde man was inhaltlich, wie man so schön sagt, inhaltlich und finanziell nicht ganz so einig und dann war damals der Punkt, ja, da mache ich mich jetzt selbstständig, die Reise hört dann auf und irgendwann, glaube ich, mit 40 damals habe ich gesagt, wow, jetzt bin ich auch nicht mehr 20, ich werde jetzt versuchen, den Weg in die Selbstständigkeit zu tätigen. Und das war genau jetzt im 11. Jahr. Wir sind 12. Jahr jetzt, glaube ich. Und ja, und ich bereue es nicht einen einzigen Tag. Ja, und die Freiheit nicht der Arbeitszeit, sondern die Freiheit, Dinge umzusetzen, Dinge, die man im Kopf hat, die man glaubt, im Trading sind wichtig für neue Leute, die sich mit dem Trading beschäftigen. Ja, und so sind wir vor ein paar Jahren wieder zurück nach Hamburg, denn ich bin ein Hamburger Jung. Und das war eigentlich diese Selbstständigkeit in der Schweiz, Bequemlichkeit. Man war dort und dann habe ich gesagt, okay, ich war übrigens nicht in Zürich oder Zug, Steuerparadies, sondern in Bern. Und wer sich da ein bisschen mit auskennt, Bern hat also nicht einen berauschenden Vergünstigung, was den Steuersatz betrifft. Und mich als Norddeutscher zieht es einfach ins Wasser hier an die Elbe und das nur mal kurz zu meiner Person. Mittlerweile ist das Unternehmen wächst es
nicht nur wie die Börse und wie der Bitcoin, sondern auch unser Personal wächst. Wir sind mittlerweile 15 Mitarbeiter. Nicht alle sind jetzt hier aufgelistet. Wir müssen da unsere Homepage, was die Fotos betrifft, nochmal aktualisieren. Ja, Jimmy ist einer der Coach. Christian, werdet ihr morgen nochmal auch mithören. Christian ist Chief Operating Officer. Der ist vor Jahren hier mit eingestiegen. Auch ein Vollprofi, was das Trading und das Brokerage betrifft und hilft hier bei dem Aufbau dieses Unternehmens. Ja, ein toller Typ. Ja, und bin happy, dass er hier an Bord ist. Jimmy ist einer unserer Coaches. Was bedeutet Coaches? Das sind alles Leute, die bei uns auch fest angestellt sind, also keine freiberuflichen Freelancer, sondern das sind alles Leute, die bei uns hier im Team arbeiten und die Aufgabe haben, euch bei euren Trading-Strategien, bei unseren Umsetzung der Trading-Strategien zu unterstützen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir haben zwar einen Live-Trading-Raum, wo wir täglich gemeinsam traden und auch reden, aber manchmal, und so stelle ich mir das immer vor, aus der Anwenderseite, wenn ich eine Software neu installiere, habe ich nochmal die eine oder andere Frage und ich habe keine Lust, mit einem Callcenter zu telefonieren, sondern ich will mit einem Profi reden, der mir auch schnell helfen kann. Und das ist so unsere Philosophie. Das ist natürlich arbeitsintensiv, ein hoher Kostenfaktor. Ja, aber mir ist das als Unternehmer wert, dass ihr auf der anderen Seite diesen Service genießen könnt. Und das ist, glaube ich, wenn man viele Leute im Club jetzt auch in die letzten 11 Jahre fragt, ist das auch ein riesen Top-Thema. Nicht nur die Strategien und nicht nur die Tools, sondern auch den Service, den wir hier anbieten. So, wir fangen dann an. Links der Christoph, mit dem ihr heute Nachmittag zu tun habt, hat vor, weiß ich, damals schon eine Wettkampffrisur sich schneidern lassen aufgrund von Corona. Nein, Spaß beiseite. Christoph, sieht nicht so aus, wenn man sagt, Mensch, kurze Haare gefährlich und wie auch immer. Nein, lieber Kerl und ist ein ganz, ganz schlaues Köpfchen, denn er ist ein Multitalent, nicht nur im Trading, sondern auch in anderen Bereichen und ist auch seit längerem bei uns im Team dabei. Und ich bin auch happy, dass er dabei ist und gemeinsam mit Christoph und den Alex, den ich euch gleich auch noch vorstelle, diese Firma hier auch mit leitet und auch einen großen Teil jetzt auch, was wir letztes Jahr alles geleistet haben, geht auf seine Visitenkarte. Aber ihr habt das Glück oder ihr hört ihn nachher eine volle Stunde und könnt euch selbst von seiner Kompetenz überzeugen. Michele ist einer der ältesten Coaches, nicht vom Alter, sondern von unserem Unternehmen. Michele auch Coach, genauso wie Jimmy. Und ja, da bei Michele gibt es keine halben Sachen, nur volle Sachen. Also wer den als Coach gezogen hat, ja, darf sich auch glücklich schätzen. Michele hat den Fokus wirklich seine Trader, die er betreut, auch wirklich top zu coachen, dass sie erfolgreich sind. Markus ist Mediengestalter und Crypto-Trader. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich aufpassen, dass der nicht kündigt bei dem aktuellen Kryptokurs. Ja, so hat er sich bei uns damals, wie gesagt, vorgestellt im Medienbereich. Auf der rechten Seite Alexander, The Brain, wie wir ihn nennen, der alle Fäden im Hintergrund zusammenhält, auch Ingenieur und ja, ein ganz, ganz, wenn man so in Hamburg sagt, feiner Kerl, ja, nie ein böses Wort, immer nicht zu schade, mit einem auch Clubmitglied das zehntausendste Mal die gleiche Frage zu beantworten. Also Weltklasse, da kann man wirklich eine große Scheibe abschneiden, was auch den Charakter betrifft. Ja, dann haben wir Freddy, ehemaliger Fußballprofi, ja, und Freddy ist auch jetzt seit mehreren Jahren dabei, betreut hier unsere deutschen Kunden, aber auch englische Kunden, ist also zweisprachig hier unterwegs, auch ein Trader und von der Sportlaufbahn jetzt in den Bereich des Tradens und ja, auch er ein feiner Kerl. Martha ist unsere erste Dame hier im Team, eine Quoten-Lady. Ja, danach ist die Anne gefolgt. Und das sind die beiden Damen, die bei uns sind und im Marketing. Wir werden wahrscheinlich irgendwann hoffentlich auch eine Traderin hier bei uns begrüßen dürfen. Ja, also wir sind auch happy, dass Martha jetzt bei uns an Bord ist. Dann ist das der Daniel mit Haaren und Daniel ohne Haaren. Ja, und so wie das dort ist, passen die beiden Gesichter auch perfekt zusammen. Der linke Daniel habt ihr wahrscheinlich schon mal im Starterraum, wenn ihr dabei miterlebt. Ein richtig Hamburger, ja, macht den Starterraum auch sehr groß. Daniel
ist auch ein Hamburger, aber sehr, sehr ruhig, auch sehr bescheiden, ja, und immer relaxed. Ja, also, das ist das Team. Dazu fehlen jetzt noch einige. Günay fehlt noch und im März fangen nochmal zwei neue Trader bei uns an. Also das Unternehmen wächst und wichtig ist hierbei immer auch nochmal, warum, wieso. Ja, wir sind kein Ein-Mann-Unternehmen bewusst, weil wenn man wächst und neue Clubmitglieder reinkommen, könnte man sagen, okay, wir verzichten auf Service, wir verzichten auf den Support. Aber das war nicht meine Grundidee vor über 11 Jahren, sondern stelle mir immer noch vor, ich sitze alleine zu Hause beim Traden und bin alleine, muss Entscheidungen alleine treffen. Und das ist genauso wie vor 11 Jahren, ist heute genauso so da. Jetzt sind wir viele, sind im Homeoffice, ja, aber ich möchte jemanden haben, den ich über die Schulter schauen kann, der mich dabei unterstützt. Das mache ich im Sport so, dass ich mir einen Coach hole, der mich praktisch betreut. Ich habe das vor Jahren mal gemacht im Marathonlauf, ja, und der mir praktisch sagt: Hey Carlos, komm heute, auch bei Schiedwetter, komm, beweg dein Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben unsere Long-Jog-Strecke. Ja, all diese ganzen Bereiche. Ja, und das ist mir uns alles hier ganz, ganz wichtig, dass im Hintergrund nicht nur die Strategien im Vordergrund funktionieren, sondern im Hintergrund ihr auch zufrieden seid, dass alles so bei euch installiert wird über TeamViewer. Gerade auch, dass die Älteren, ja, unter euch, die vielleicht das eine oder andere jetzt so nicht mitbekommen haben in der Jugend, wie unsere Kinder jetzt aktuell, das ist uns eigentlich ganz, ganz wichtig. Okay, ansonsten, wenn ich das auf den Punkt bringen darf, ist unser Geschäftsmodell ganz einfach. Da, wo 99,9% der Coaches aufhören, die draußen sind, und mittlerweile gibt es mehr Coaches als erfolgreiche Trader da draußen, so habe ich das Gefühl, da, wo die meisten aufhören, ja, also ein Großteil, da versuchen wir anzusetzen, nämlich in der Phase, wo ihr in die Umsetzung kommt. Bedeutet, ihr habt was gelernt, ihr habt eine Strategie und wollt die jetzt am Markt umsetzen. Und da werdet ihr zum Großteil in Deutschland, in ganz Europa alleine gelassen, weil dann der Coach aus der Verantwortung ist und jetzt mach mal. Und wir haben gesagt vor 11 Jahren schon, nee, das machen wir so nicht, sondern aus der Erfahrung, die ich gesammelt habe im Brokerage, im Geschäft, weiß man ja, 90% der Leute verlieren. Woran verlieren die? Die verlieren nicht nur, weil sie keine gute Strategie haben, sondern weil sie sehr schnell das Vertrauen zu ihrer Strategie verlieren. Und wie gewinnt man Vertrauen? Man gewinnt Vertrauen, wenn man gemeinsam anfängt zu traden, durch positive Tage, negative Tage, aber jemand immer dabei ist, der sagt: Pass auf, lieber Albert, lieber Norbert, lieber Hajo, alles nicht so schlimm, das gehört dazu. Das ist the part of the game. Nur nicht jetzt den Kopf verlieren. So, und das kann man mit Geld eigentlich gar nicht aufwiegen. Ja, das ist vielleicht für allen, der einer, der heute zum ersten Mal hier in so einem Webinar ist. Ja, wieso? Aber wieso? Ich habe doch da auch. Nein. Ganz ehrlich, meine Damen und Herren, wenn ich auf 11 Jahre zurückgreife, ist das mit Geld überhaupt nicht aufzuwiegen. Dass ihr in ein Umfeld reinkommt als neue Trader oder auch als erfahrene Trader, wo wir gemeinsam Strategien nicht nur weiterentwickeln, wo wir gemeinsam einen Raum schaffen, wo wir gemeinsam auf die Jagd gehen. Man kann diskutieren über, ist Forex, CFD-Handel, ist das das Richtige für mich? Ja, oder bin ich doch lieber der Investor, der Aktien langfristig hält? Alles das ist absolut legitim. Wenn man sich aber mit dem Trading beschäftigt, und da bin ich jetzt ein bisschen arrogant, das ist eigentlich sonst nicht die norddeutsche, hanseatische Art, aber wenn man mit Trading sich beschäftigt, mit Daytrading, ja, dann glaube ich, sind wir schon einer der führenden Unternehmen, weil das Konzept, was wir machen, auch sehr, sehr ehrlich und transparent ist. Denn wir sabbeln nicht, wie wir in Hamburg sagen, sondern setzen auch um. Das heißt, alles das, was wir zeigen, sind wir seit 11 Jahren live. Seit 11 Jahren haben wir die Hosen hier runter. Ja, man kann uns direkt aufs Konto schauen, man kann uns auf die Strategien schauen, man kann sehen, wie gehen wir mit Gewinnen, wie gehen wir mit Verlusten um, wenn wir mal schwimmen, etc. Und dann sieht man, wow, es gehört mehr dazu, eine Strategie zu haben. Es gehört dazu die Routine, es gehört dazu die Disziplin. Und das zu lernen in diesem Gesamtpaket, ja, das ist relativ selten. Jetzt kann man sich fragen, wieso, Carlos, wenn du so ein Unternehmen hast mit Millionen von Umsätzen, wieso gibt es denn nicht vergleichbare Unternehmen in Frankfurt, in München oder wie auch immer? Kann ich euch, glaube ich, aus meiner Erfahrung sagen, weil das, was wir hier machen, also live unter Strom zu stehen, ist eine ganz große
Herausforderung. Es ist nicht jeder Mensch kann dieses umsetzen, denn mit Verlusten umzugehen für sein eigenes Geld ist okay, aber mit Verlusten, wenn 400, 500, 600 Leute dir täglich zuschauen, wie beim Fußball, alles im Bundestrainer, ja, dann weiß man, worauf man sich einlässt. Und ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Deswegen gibt es so ein Modell auch nicht Sand am Meer und da sind wir sicherlich einzigartig. Und das Modell möchte ich euch jetzt in den nächsten 2 Tagen etwas näher beibringen und fange an mit einer Strategie, die wir Swissbox-Strategie nennen. Die Swissbox-Strategie. Und jetzt wechsle ich mal von unserem Live-Konto in ein Demokonto, damit wir auch ein bisschen in die Praxis mal reingehen. Wechsle jetzt mal hier in Demo und Live. So. Okay. So, das dauert meistens immer noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt sind wir in der Software. Wir gehen jetzt gleich nochmal in die Theorie rein, damit ich euch für die nächsten 2 Tage und darüber hinaus, weil jeder, der sich angemeldet hat für das Webinar, und das ist auch unsere Politik hier, bekommt einen Gastzugang, so nennen wir das. Also ihr könnt Gäste bei uns sein, 30 Tage, nicht 5 Tage, nicht 10 Tage, wie die meisten das machen, zu sagen, du musst dich in 10 Tagen irgendwie, kannst du bei uns reinschauen. Nein, 30 Tage, weil ich glaube, nach 30 Tagen hat man einen guten Einblick, was wir hier so machen, ob das was für einen ist, ob man Clubmitglied werden möchte oder nicht, wie auch immer. Und ich glaube, das ist mehr als fair. Und das ist einfach so, weil das auch unsere komplette Philosophie ist, transparent zu sein und dann, wir haben nichts zu verstecken. Wenn man, wie gesagt, 11 Jahre live tradet vor Zuschauern, kann man auch sagen, komm, sei mal 30 Tage da bei uns Gast. Okay, wir nutzen die Software MetaTrader 4. Alle, die MetaTrader Software nicht kennen, das ist eine der weltverbreitetsten oder die meistverbreitetste Handelssoftware für den Privatkunden. Warum ist die so weit verbreitet? Weil diese Software eine Open Source Software ist. Das heißt, wir können als Trader, wenn man Talent hat zu programmieren, in diese Software rein programmieren und Indikationen, Templates programmieren. Das ist bei normalen Bankensoftware natürlich nicht möglich. Da ist es eine geschlossene Welt. MetaTrader 4 ermöglicht uns das. Es gibt auf dem Markt 2 Variationen, MetaTrader 4 und 5. Ja, wir bleiben immer noch bei dem 200er Diesel hier. Also nicht wegen der Umwelt, sondern 200er Diesel, deswegen, weil sie so stabil ist, der MetaTrader 4. Und man hat vor Jahren gemunkelt, ob man irgendwann wechselt auf 5. Aber das passiert, ist nicht passiert. Insofern bleiben wir auch erstmal auf MetaTrader 4. Was wir handeln, ist alles, was sich bewegt und volatil ist. Das heißt, alle Devisenpaare, die man so kennt, die vom Kostenfaktor mit einem geringen Spread haben. Und wir handeln die Indizes. Ich privat und persönlich im Live-Training handle den deutschen Aktienindex, den DAX als Index, den kann man handeln. Und die Strategie, die wir dort handeln, ist unter anderem dieses Box-Traden, was ihr heute jetzt 2 Stunden lang von uns aus erster Hand erfahren dürft und könnt. Ja, wenn man es geschluckt hat einmal, den Drops geschluckt hat, mehr oder weniger, verstanden hat, was wir hier machen, so war es bei mir zumindest, dann war ich so, wow, aha. Darüber habe ich es noch gar nicht drüber nachgedacht. Dann ist das eine sehr, sehr coole Strategie. Für die draußen, die so halbwissend haben, sagen, Mensch, das ist eine Casino-Strategie und wenn das Konto auf. Es ist immer so, und ich kann es jeden Tag immer nur wiederholen. Die beste Strategie der Welt ist nur so gut, wie du sie umsetzt. Punkt, Ausrufungszeichen, Schluss. Okay? Also, du als Kapitän, du am Steuer, musst es richtig umsetzen. Das fängt an bei Risiko, wie viel riskiere ich pro Trade und so weiter. Das werden wir jetzt ein wenig durchleuchten, ja, und euch jetzt schon im Vorfeld sagen, weil auch da werde ich immer, ja, aber das ist, was glaubt ihr? Und das hat nichts damit zu tun mit einer Performance. Trefferquote und Performance ist was komplett Unterschiedliches. Ja, du kannst eine hohe Performance haben und wenn nur 1, 2, 3% der Trades in die Hose gehen, kannst du trotzdem so einen großen Verlust machen, dass du nicht erfolgreich tradest. Diese Strategie, meine Damen und Herren, der Swissbox Trading, was glauben Sie, was glaubt ihr, haben wir hier für eine Trefferquote? Was glaubt ihr?
Was glaubt ihr? Wer hat sich damit schon mal im Vorfeld auseinandergesetzt? Oder hat es vielleicht schon mal gehört beim Nachbar? Hast du schon gehört, was die da machen? Was glaubt ihr, haben wir für eine Trefferquote? Ah, sind schon einige, die sich da bald auseinandergesetzt haben. Also eigentlich sollte man immer demütig sein. Immer demütig sein. Und das bedeutet nicht hochstapeln auf Gorilla oder auf Schimpanse. Wir haben tatsächlich, meine Damen und Herren, 99% und ein Tickchen höher sogar. Jetzt sagt ihr, hör auf. Doch, es gibt keinen heiligen Gral. Es gibt auch keinen Esel, den man jetzt irgendwie einen Goldesel. Wir haben 99% Trefferquote. Wir haben im letzten Jahr alle Trades, die ich gemacht habe, morgens in den Gewinn gebracht. Ja, und jetzt sagt ihr, ja. Wir haben nicht nur, dass wir 11 Jahre am Markt sind, sondern wir führen ein Videotagebuch. Ein Videotagebuch. Und das findet man auf unserer Internetseite. So, da könnt ihr gerne mal euer Geburtsdatum irgendwann, jetzt nicht heute, macht das heute Abend oder am Wochenende oder wie auch immer. Hier gibt es einen YouTube-Kanal. So, und dort habe ich angefangen vor genau 891 Tagen. Vor 891 Tagen, nicht Trades, 891 Tagen habe ich jeden Trade am Morgen, den ersten Trade, den Coffee Trade, hier ist mein Kaffee heute Nachmittag, aufgezeichnet, live. Meine Notare sind meine Clubmitglieder, die immer live dabei sind. Da könnt ihr euch mal anschauen, wie oft wir diesen Trade in den Gewinn gebracht haben. Jeden Tag seht ihr mich immer mit längeren Haaren jetzt in der Corona-Phase. Ja, könnt ihr euch einstellen. Sowas gibt es auf der ganzen Welt nicht. Keinen Trader, den ich kenne, keinen, ja, hat ein Videotagebuch von über 891 Tage. Das ist ein Beweis. Das ist ein Proof of Concept. Nicht, dass wir die Tollsten sind, sondern einfach für diese Strategie. Es kann ja jeder sagen, 99%. Und dann ist er nächste Woche nicht mehr da, dann ist der Internetseite ist abgeschlossen. Ihr könnt es selber verfolgen, euch das selber anschauen. Ja. Und natürlich, weil wir geringes Risiko fahren, weil wir genau den Markt letztendlich an den Stellen treten, wo eine große Wahrscheinlichkeit ist, dass der Markt in den Gewinn läuft. Schaut euch das an. Ja, ist hier unter YouTube als Video für jeden zugänglich, nicht nur als Clubmitglied, sondern du kannst dir das anschauen und kannst dir dann deinen Geburtstag dir reinlegen. Ist natürlich bei 891 Videos sehr langweilig, weil immer das Gleiche ist. Guten Morgen, wir bereiten uns vor, das ist der DAX und er ist in Gewinn gelaufen. So, das nur mal zur Einstimmung. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und ich fange und versuche es zumindest bei Adam und Eva anzufangen, nämlich ganz simpel. Lehnt euch zurück. Nehmt euch Stift und Zettel. Warum? Dann könnt ihr euren Coach oder den Coach, mit der vielleicht schon in der Testphase bei euch die Betreuung übernimmt, weil das ist bei uns auch Uso, wenn man Gast ist, bekommt man einen Ansprechpartner dazu. Die habt ihr den gesehen, den Jimmy, den Freddy, den Günay, wie auch immer, der euch auch in der Testphase ein wenig unterstützt. Das können die machen, weil die Clubmitglieder extrem, also nicht so viel Fragen haben, weil Software läuft rund, alles läuft rund und dann braucht man auch nicht so häufig hier bei uns anrufen. Okay, also lehnt euch zurück, viel Spaß und wir steigen ein mit der Swissbox-Idee. Jetzt könnt ihr euch ein wenig ja, zurückerinnern, was ich vorhin gesagt habe. Dadurch, dass ich den Traders Club in der Schweiz gegründet habe, genau in Bern 2009, ja, im Laufe der Zeit haben wir diese Swissbox-Idee, die Idee dieser Box dort entwickelt. Der Ursprung ist noch etwas anders, kommt von Goldman Sachs aus Australien, ja. Aber das würde jetzt vielleicht hier ein wenig zu weit führen. Ich möchte euch jetzt einfach die Idee mal vorstellen. Die Swissbox-Strategie basiert darauf, dass die Märkte immer in Bewegung befinden. Es ist eine Volatilitätstrading-Strategie. Es geht darum, einen Preisausbruch aus einem bestimmten Bereich zu traden. Jetzt wissen wir, Trump ist nicht mehr dabei. Die Vola ist ein bisschen zurück. Wir haben immer noch die Corona vor der Brust. Ja, aber wer sich mit den Märkten auseinandersetzt und mit Trading, der weiß, dass bestimmte Märkte immer volatil sind. Und das ist das wilde Tier der DAX. Ja, das sind die Hauptwährungspaare, die rauf und runter sind, weil viele Konjunkturentscheidungen die Währung in die eine oder andere Richtung treiben. Ja, auch wenn der Markt long ist,
Mittelfristig, langfristig hier gibt es immer wieder Bereiche, wo der Markt im Laufe des Tages mal in die eine oder andere Richtung läuft. Denn es läuft nie linear, so wie bei Bitcoin aktuell, sondern eher immer rauf, runter, rauf, runter. Und das versuchen wir auszunutzen. Und ich zeige euch das, wie das funktioniert. Dabei werden die Besonderheiten der Märkte, wie zum Beispiel der morgendliche Preisimpuls, kurz nach der Eröffnung der Kassamärkte in die Strategie mit einbezogen. Preisimpulse deswegen, ihr könnt, wenn ihr bei der Comdirect, Commerzbank, Deutsche Bank, wo auch immer Aktien kauft, dann könnt ihr das, wenn ihr kein Special-Konto habt, aber erst ab 9 Uhr tätigen. Ab 9 Uhr macht die Börse auf in Frankfurt, dann kannst du deine Aktie kaufen. Wir Trader, die im Handel tätig sind, haben ganz andere Möglichkeiten. Da kriegt ihr genauso den Zugang. Ihr könnt den DAX als Future oder CFD handeln ab 8 Uhr morgens und bis 22 Uhr. Ja, selbst wenn Katja Dofel von ARD bei der Tagesschau über die Börse redet, dann seht ihr hinten an der Tafel kurz vor 8 Uhr, dass der Markt schon zu hat. Ja, aber wir sind noch am Traden. Das heißt, der offizielle Markt im Hintergrund, der Trading-Markt, läuft bis 22 Uhr. Das hat den Vorteil, wenn also in den Abendsessions Zahlen rauskommen oder was passiert. Die Amerikaner sind ja dann erst in Mittagspause, wenn wir um 8 Uhr abends hier schon Feierabend haben. Die meisten, ja, ist in Amerika ja Mittagspause. Und das heißt, wir können dort noch ein bisschen diese Bewegung mitnehmen. Warum ist das wichtig? Amerika ist insofern wichtig, dass die immer noch die Leitbörse ist auf der Welt. Und wenn Amerika einen Husten bekommt, bekommen wir eine Erkältung. Das ist immer schon so gewesen und wird sich auch nie ändern. Ich habe da jetzt 25 Jahre auf dem Buckel. Ja, und das meinen wir hier mit den bestimmten Preisimpulsen, die wir dort letztendlich haben. Okay, jetzt haben wir hier den DAX. Das ist eine etwas ältere Präsentation. Wir sehen, der DAX stand bei 12.000 und 200 Zähler. Geht jetzt aber auch nicht um den aktuellen DAX-Stand, sondern es geht um die Idee, was wir hier machen. Wir versuchen, den Kurs eine Falle zu stellen. In diesem Beispiel hier eine schwarze Box. Sobald der Kurs in die Falle reinläuft, wird diese mit zwei Orders aktiviert. Sobald der Kurs die Falle verlässt, möchten wir einen Gewinn realisieren. Es sollte keine Rolle spielen, ob der Kurs die Falle nach unten oder nach oben verlässt. Jetzt ist erstmal wichtig, um so eine Strategie umzusetzen, gibt es bestimmte Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist, so wie wir es machen, wir haben ein Konto, einen Markt, den DAX, den wir bei unserem Börsenkonto und der steht allen unseren Clubmitgliedern zur Verfügung, in beide Richtungen gleichzeitig handeln kann. Das heißt, ich kann Long gehen und Short gehen. Der eine oder andere, der sich mit Leerverkäufen oder Short Trades noch nicht auseinandergesetzt hat, wurde wahrscheinlich in den letzten Wochen damit konfrontiert. Thema GameStop, diese Aktie, die von den jungen wilden Tradern auf der Welt nach oben gepusht worden ist, weil einige Hedgefonds-Trader dort auf fallenden Kurs spekuliert haben. Für uns ist das ein Gang und gäblich, dass wir sagen, der Markt gibt uns vor, welche Richtung, ob er fallen möchte oder steigen muss, und wir müssen die Flexibilität haben, als Trader in beide Richtungen zu spekulieren. Da ist für mich auch überhaupt nichts Ethisches. Ich bin Vegetarier, alles drum und dran. Also wenn man da jetzt anfängt und sagt, ja, aber Leerverkäufe, nein, der Markt wird durch uns Tradern erst wieder normal. Liquidität bringen wir in den Markt rein, also alles gut. Aber ihr braucht ein Konto, wo ihr das machen könnt, Long und Short gleichzeitig zu gehen. Das vorweg. Okay, machen wir weiter. So, der Kurs hier in diesem Beispiel läuft jetzt in diese Falle. Jetzt muss man natürlich wissen, wenn wir den DAX nehmen, und das ist jetzt mal die erste Frage, die ich an euch stelle, jetzt als Gäste, ja. Habt ihr eine Idee, habt ihr eine Idee, wie viele Punkte der DAX in den letzten 10, 15 Jahren gemacht hat? Habt ihr eine Idee? Schreibt mal rein. Tausend Punkte, genau, am Tag war die Frage. 120 am Tag. Genau, am Tag. Vielleicht habe ich mich da verkehrt ausgedrückt. Also am Tag. Macht der Markt, also wenn man sich überlegt, er macht irgendwo auf, dann dümpelt er hoch, dann geht er wieder runter, dann geht er wieder hoch. Und wenn wir sagen, es ist hier morgens 8 Uhr
und es ist jetzt 22 Uhr. Was glaubt ihr, hat der Markt in Zwischenzeit zwischen 8 und 22 Uhr an Bewegung gemacht? So. Und das in den letzten 10, 15 Jahren. Sehr gut. 100, 150 Punkte. Wow. Also hier sind einige Profis dabei. Ja, also es sind tatsächlich 120 Punkte. Jetzt ist die Aufgabe. Jetzt ist die Aufgabe. Ja, Sebastian schreibt 140 auch. Alles gut. Alles richtig. Alles richtig. Es gibt mal Tage, wo weniger ist. Aber im Durchschnitt sagt man so 120 Punkte. Wir haben Tage, wo er 300 macht in der Corona-Zeit. Aber im Durchschnitt der Average Price liegt so bei 120 Punkte. Wir brauchen, meine Damen und Herren, wir brauchen als Trading-Gruppe hier, wenn wir jetzt mal sagen, das ist unsere neue Trading-Gruppe hier vom 18. Februar 2021, wir brauchen, damit unser Trade in den Gewinn läuft, 15 Punkte. 15 Punkte, das ist die Aufgabe. 15 Punkte brauchen wir, bis der Trade in den Gewinn läuft. Wow. So, jetzt sagt der Sebastian, der André, der Albert, der Norbert, der Adi sagt, ja, alles schön und gut, aber ich weiß ja nicht, in welche Richtung er läuft. Und das ist das Coole. Wie ich zum ersten Mal mit dieser Strategie, wie wir sie entwickelt haben, ja, und ich bin echt ein Dinosaurier, was das Alter betrifft, nicht nur, sondern auch von der Erfahrung an den Märkten. Zum ersten Mal damit konfrontiert, ich sage, wie abgefahren ist das denn? Es ist wirklich völlig egal, ob der Markt steigt oder fällt. Hauptsache, er macht was. Und jetzt ist das, weil ich habe ja keine Glaskugel. Ich habe zwar meine Tasse hier, meine Glückstasse vom Trader, aber ich weiß nicht, wo der Markt hingeht. Und kein Mensch auf der Welt weiß das. Ihr wisst das doch selber. All Januar kommen die ganzen Analysten raus und sagen, der DAX endet bis dahin. Und dann, wenn ihr von diesen Analysten, dann könnt ihr genau das Gegenteil machen. Der beste Indikator ist, genau das Gegenteil zu machen, was du eigentlich willst. Das ist der beste Indikator. Ich weiß nicht, wo der Markt hingeht. Keiner von unseren Clubmitgliedern. Es gibt zwar immer wieder Leute, die neu bei uns in den Club reinkommen und sagen, ja, der Markt muss dahin gehen. Und dann sehen die vor laufender Kamera, der Markt macht aber nicht das, was er will. Der Markt hat recht. Aber der Markt, und das ist das, was wir wissen, und das ist Statistik, der macht 120 Punkte. Das wissen wir. Sebastian, André, Albert, Norbert, alle, die heute da sind, und wir haben sehr viele, 120 Punkte macht der Markt. Jetzt ist nur die Frage, wo schneiden wir? Wo schneiden wir und wo bekommen wir diese 15 Punkte her? Und wie? Und das ist die Aufgabe. Und deswegen haben wir gesagt, wir nennen das Ganze hier mal Falle, die Box. Wir stellen dem Markt eine Falle. Und Michele sagt schon, Carlos, die Frage ist, wo stelle ich die Falle? Das ist die gute Frage. Dazu kommen wir, haben wir ja 2 Stunden Zeit, Michele, heute. Schreibt dir was auf. Ja, und die Chinesen, die bei uns dabei sind, also Chinesen in Anführungsstrichen, ich bin ja kein, die also Copy und Space machen. Wir haben wieder neue Dinge dabei, könnt ihr gerne notieren. Also pass auf, die Box hat eine Größe, schreibt euch das mal auf, von 15 Punkten. Wow. 15 Punkte hat die Falle. Der Markt muss in diese Falle reinlaufen. Als Arbeitstitel. Und jetzt, wenn er diese Falle wieder verlässt, Michele, unten oder oben, wollen wir dabei sein. Okay, das ist die Aufgabe. Jetzt schauen wir uns das mal an. Es gibt verschiedene Wege und es gibt auch viele Trader, die eine sogenannte Ausbruchstrategie traden, aus Chartformation, Kopf-Schulter oder wie auch immer. Ja. Unsere Aufgabe jetzt als Gruppe ist, wir wollen einen Gewinn erwirtschaften, wenn der Kurs diese graue Box verlässt. Es sollte keine Rolle spielen, ob der Kurs diesen Bereich nach unten, also Short in der Fachsprache, oder Long nach oben verlässt. Um diese Ziele zu erreichen, können wir den Kurs mit einer sogenannten Bracket Order einfangen. Das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Eine Bracket Order sind 2 Order, die zusammen verlobt sind. Noch nicht verheiratet, verlobt. Long und Short. Dazu wird auf der oberen Kante der Buy Stop Order eine Order platziert und auf der unteren Kante wird eine Sell Stop Order platziert. Jetzt für die Profis. Aha, Buy Stop, Sell Stop. Diese Art der Order kann man nur beim Broker auch so in der Form platzieren. Und diese Order sind sogenannte Market Orders zum nächst verfügbaren Preis. Wir arbeiten also hier nicht mit Limit Orders. Das würde so nicht funktionieren. Das nur mal technisch gesagt. Okay. So, jetzt haben wir dort, ihr seht, blau und rot, Buy Stop und Sell Stop. Wenn der Kurs jetzt eine der beiden Order auslöst und dann direkt das Gewinnziel erreicht, dann handelt es sich um einen gewöhnlichen Ausbruch aus einer vordefinierten Range. Ich zeige das mal hier in der Theorie.
Der Markt will oben raus, das seht ihr diese blaue Kerze auf dem linken Bildrand. Und das Gewinnziel in der Fachsprache Take Profit. Wir haben so ein bisschen das Englische wie beim Fliegen hier mit übernommen. Ja, auch, obwohl wir Lufthansa oder obwohl wir Deutsch oder Hamburger sind, werden diese Fachbegrifflichkeiten beim Trading immer genommen. Also Take Profit heißt das Gewinnziel TP, wenn ihr im Live-Trading-Raum seid. Also die Buy-Stop-Order wurde ausgeführt. Wir sind jetzt long und der Trader nimmt die Sell-Stop-Order raus und der Trade geht in den Gewinn. Alles easy going. Sag mal. Und jetzt sagt bestimmt der eine oder andere, aber deswegen bin ich doch heute Abend nicht hier. Das kenne ich doch. Das ist doch ein ganz klassischer Ausbruch. Yes, klassischer Ausbruch, den kennen wir. Ein Breakout. Aber, und Michele wird wahrscheinlich jetzt auch sagen, aber der Markt macht doch nicht immer gleich den Ausbruch. Und da wird es jetzt spannend. Was passiert, wenn der Markt, und jetzt seht ihr auf der linken Seite diese kleine rote Kerze hier. Diese kleine rote Kerze. Ihr seht meine Maus und dort könnt ihr diese kleine rote Kerze sehen, wo die 1 ist. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr mal reinschreiben. Da, wo die 1 ist. Ja. Und in Hamburg sagt man, hier am Fischmarkt, wir sind ja direkt an der Elbe, sagt man, da hat uns der Markt hier aber ganz schön geflaxt. Er hat also erstmal unten eingetäuscht. Also er ist short gegangen, short. Also er hat uns erstmal reingezogen, kommen Sie ran, kommen Sie ran, kommen Sie ran. Wir gehen auf fallenden Kurs. Wir haben alles reingegeben auf short und jetzt macht der Markt was? Der dreht. So, jetzt gibt einige Trader, die sagen natürlich, ich muss einen Stop-Loss setzen. Das sagen wir übrigens auch. Also du musst den Anker setzen, aber du musst auch rausgehen. Wenn der Markt hat recht und nicht du, also raus aus dem Markt. So, jetzt gibt es natürlich einige Leute, die dann oben statt der Buy-Stop-Order einen Stop-Loss haben. Die verlieren natürlich. Oder wie können wir diesen Nachteil, Karin, Kai und Claudia, wie können wir diesen Nachteil, dass der Markt uns flaxt, also erst antäuscht in die eine Richtung und dann in die andere, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Wir sagen, wir warten erstmal. Lass ihn doch erstmal flaxen, aber dann kommen wir nie zum Traden, weil wir dann nie im Markt sind. Also müssen wir sagen, okay, ich gehe davon aus, dass der Markt uns morgens erstmal, und jetzt bitte die Ohren zuhalten, verarscht. Das kann passieren. Der Markt macht, was er will. Und er geht erstmal runter und dann geht er rauf. Oder er geht erstmal rauf und er geht erstmal runter. So, und diese Situation, wie können wir die trotzdem positiv für uns übernehmen und trotzdem einen Gewinn machen? Und das werde ich euch zeigen. So. Also, wir haben eine Herausforderung, die wir lösen würden. Da bei dem ersten Ausbruch es sich um einen sogenannten, jetzt wieder Englisch, Fehlausbruch, False Breakout gehandelt hat, befindet sich die Sell Order an der Stelle 1 im Verlust. Ganz ruhig. Wir gucken auf den linken Bildrand, wir sehen die Nummer 1 und der Markt steigt. Also wenn ich auf fallenden Kurs spekuliere, dann verliere ich jetzt Geld. Okay, soweit klar? Bitte mal Feedback geben. Ich weiß, ich rede jetzt so ein bisschen, als wenn wir im Homeschooling jetzt sind, in der zweiten Klasse. Aber ich weiß, bei vielen Leuten ist das wirklich abstrakt, was ich hier erzähle. Also kurzes Feedback. Soweit okay. Wir verlieren jetzt Geld. Wir verlieren jetzt Geld. Wie viel? Kommt immer darauf an, was du einsetzt. Aber du verlierst jetzt Geld. Jetzt passiert Folgendes. Die Swissbox-Strategie basiert auf der Idee, diesen Verlust, also das, was du buchhalterisch, weil wenn du im Markt bist und der Markt läuft gegen dich, solange du die Position nicht geschlossen hast, ist das ein buchhalterischer Verlust. Jetzt kommt wieder der Klugscheißer und sagt, ja, aber ein buchhalterischer Verlust ist auch ein Verlust. Da hat er absolut recht. Aber solange wir ihn nicht geschlossen haben, ist das halt nur ein buchhalterischer Verlust. Der Markt kann sich ja noch drehen. Also Position A, liebe Damen und Herren, läuft in Verlust. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt steigt der Markt und die Idee ist, statt oben den Stop-Loss zu platzieren, statt oben, also auf der oberen Kante, rauszugehen, platzieren wir eine neue Order, nämlich eine Kauforder, Robert. Ganz genau. So, das Ganze sieht dann so aus. Und wir werden jetzt das Beispiel noch vereinfachen, indem wir euch eine Box von 10 Punkten vorstellen, damit ihr das auch mathematisch per Handy oder Taschenrechner mal selber nachrechnen können. Also, wir fangen nochmal an, alle zusammen. Wir platzieren morgens den Markt, platzieren eine Falle. Wir nennen das jetzt mal eine DAX-Falle.
Wir platzieren zwei Orders, eine Kauf- und eine Verkaufsorder. Das haben wir verstanden. Diese Order platzieren wir im DAX. Jetzt wird es interessant, denn bei unseren Brokern, mit denen wir zusammenarbeiten, haben wir die Möglichkeiten, den DAX einzustellen, dass ich in meiner Software einstelle, Robert, wie viel möchte ich gerne gewinnen oder wie viel möchte ich gerne verlieren. Alle, die aus dem Terminmarkt kommen, Future, wissen, dass wir dort standardisierte Verträge haben, Kontrakte, 25 Euro pro Punkt. Und da kann ich nicht sagen, du lieber Eurex, Frankfurter Börse, ich will aber nur 7 Euro pro Punkt. Das geht dort nicht. Bei diesem Produkt, was wir handeln, das sind sogenannten CFDs, Contract for Difference, stammen aus England. Die hat man damals entwickelt, um die Steuer, die Stamp Duty da um zu umgehen. Können wir bis zu 10 Cent runter, die Position runter reduzieren? Wir haben das jetzt hier mal ganz einfach gemacht. Ein Lot gleich einen Euro. Okay? Zum Verständnis, du kannst das einstellen in deiner Software. Du verdienst, wenn der DAX um einen Punkt steigt, 1 Euro. Verliert der Markt um einen Punkt, also fällt der Markt um einen Punkt, verlierst du 1 Euro. Okay, um die Logik hinter der Swissbox-Strategie zu verstehen, wählen wir in diesem Beispiel, wie gesagt, große Zahlen, damit der Effekt einfacher zu sehen ist. Bei dem tatsächlichen Trading übernimmt die Software für uns die Berechnung der Positionsgrößen. Also ein Lot, 1 Euro. Das habt ihr verstanden. Wir platzieren einen DAX und wir haben einen Abstand von 10 Punkten. Los geht's. Jetzt kommt die Auflösung. Tritt Nummer 1 sehen wir wieder hier. Wieder eine Shortkerze. Was macht der Markt? Er flaxt uns. So, jetzt in diesem Beispiel, um euch langsam daran zu führen, platzieren wir oben eine Kauforder mit der doppelten Größe. Das heißt, wir sind 1 Euro, also ein Lot, sind wir short. Der Markt läuft ins Minus, der Markt läuft ins Minus und wir platzieren jetzt oben innerhalb von 10 Punkten eine Order, die ist doppelt so groß, mit 2 Euro pro Punkt. Jetzt tief Luft holen. Wir erinnern uns eingangs, 120 Punkte macht der Markt, 120 Punkte macht der Markt am Tag. Das ist die Sicherheit, die ich jetzt habe. Ich habe eine 10er Box, ich habe eine Falle und ich weiß jetzt, wow, wenn es Worst-Case-Szenario, also das Schlimmste, was passieren kann, Bruno, Bernd, Rüdiger, Robert, ist, der Markt würde jetzt einschlafen. Das passiert aber nicht. Das ist immer in meinem Hinterkopf. Was ich nicht weiß, ist, ob der Markt jetzt nicht nochmal mich flaxt. Aber wir sind jetzt mit zwei Kontrakten long. Jetzt sind wir short und long gleichzeitig in unserem Konto. In unserem Depot sind wir mit beiden Seiten jetzt long und short. So würde ich jetzt, wenn der Markt jetzt weiter steigen würde, um 5 Punkte oben, 5 Punkte mal 2 Euro sind 10 Euro. Ist das soweit klar? Also 2 Lots mal 5 Punkte sind 10 Euro. Die erste Position ist jetzt mit 15 Punkte, weil wir ja 10 Punkte haben, plus 5, mit 15 Euro im Verlust. Ergibt, und das ist, glaube ich, Homeschooling zweite Klasse, somit verbleibt noch ein Verlust von 5 Euro. Nämlich 15 Verlust, 10 Gewinn, bleibt immer noch 5 Euro Minus. Tief Luft holen, kurzes Feedback an den Referenten, habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Oh, jetzt kommt. Jetzt flippt der Marco aus und sagt: Ey, Carlos, das ist doch eine Martingale-Strategie, was du da hier zeigst. Also, meine Damen und Herren, es ist eine Casino-Strategie. Absolut, Marco. Aber mit dem großen Unterschied, dass bei einer Casino-Strategie, bei einer Martingale-Strategie, du irgendwann gegen die Wand fährst. Und zwar mit 300 PS Vollkaracho. Ja, und das hier nicht der Fall ist, Marco. Bleib am Ball. Bleib am Ball und wechsel nicht den Kanal. Wechsel nicht den Kanal. Okay. Das heißt, wir sind einmal short, einmal long. Okay, alle verstanden. Jetzt sind wir aber immer noch nicht im Gewinn. So. Jetzt steigt der Markt weiter nach oben. Wir wissen das ja, weil wir wissen ja 120 Punkte. Wir haben eine Falle nur von 10 Punkte. Der Markt steigt weiter und er steigt jetzt in dem Bereich um 20 Punkte. Wow. Jetzt ist der Gewinn von 40 Euro. Wir haben einen Verlust von 30 Euro in Trade Nummer 1 und wir haben jetzt einen Gewinn von wie viel Euro? Von 10 Euro. Wenn wir jetzt die Position schließen und da sind die Kommissionszahlungen, also die Kosten beim Broker, die Kosten, was weiß ich, was ich habe, Strom, schon alles inkludiert. Es ist netto für euch. Ihr müsst natürlich Steuern drauf zahlen, aber 10 Euro jetzt im Gewinn. Punkt aus. Und jetzt ist dieser Trade, wenn wir den schließen, im Gewinn. Die Short Order mit Verlust, Verlust gegen Gewinn und das Thema ist durch. So, und jetzt
Habt ihr das verstanden? Jetzt ist die Frage natürlich an alle, die heute dabei sind. Jetzt ist die Frage, ja, Carlos, aber du malst das jetzt aber sehr rosarot. Du malst das auf, der Tret macht einmal short und einmal long. Was ist denn, Carlos, was der Marco da geschrieben hat? Marco sagt, das ist ja eine Martingale-Strategie. Ganz gefährlich. Was passiert denn, wenn der Tret 2 gar keinen Ausbruch macht? Was ist denn, wenn der Tret nochmal dreht? Was passiert denn da? Was passiert denn da? Und jetzt kommen wir zur Auflösung. Ja, ich zeige euch das nochmal. Wie gesagt, wir nutzen die Idee, wir nutzen den, das ist die Herausforderung, die wir getan haben. Wenn der Markt am Anfang volatil ist und wir brauchen Volatilität, wir nutzen in einer Seitwärtsrange eine klassische Martingale, eine Casino-Strategie im herkömmlichen Sinne. Was ist das? Man kauft. Der Markt läuft gegen einen und verbilligt. Verbilligt, 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 verbilligt. Und irgendwann hat man kein Geld mehr. Und dann war es das. Und dann ist man pleite. Ja? Und, oder man geht es in, ihr wisst es ja, wenn man Short geht, auf fallende Kurs sieht und der Markt steigt, 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 haben wir bei GameStop gehört, reicht das Geld nicht aus, weil nach oben hin ist der Limit, ist ja open, ist ja frei. Und deswegen, das wissen wir, sind ja keine Vollidioten, ja, sondern. Wir sind lange da am Markt und wissen natürlich den Unterschied zwischen einer klassischen Martingale-Methodik, also einer Casino-Strategie, und das, was wir hier täglich umsetzen. So, und jetzt komme ich dazu, meine Damen und Herren. Das ist live jetzt der Markt. Es ist nicht im Live-Konto, es ist ein Demokonto. Seien Sie mir ja, weil wir heute ein Webinar haben und ich um die Uhrzeit eigentlich auch gar nicht trade, aber wir machen das mal. Schaut mal, ich habe jetzt hier oben ein Tool. Das ist die Swissbox. Das haben wir entwickelt. Das ist unser Tool. Mittlerweile wird es schon kopiert. Das ist aber cool. Meine Frau hat mir gesagt, Carlos, wenn du kopiert wirst von anderen Leuten, dann machst du was richtig. So, wenn du nicht kopiert wirst, wow. So, wir haben mit dieser Strategie, ja, in den letzten Jahren mit Sicherheit für sehr viel Furore gesorgt, weil es gibt nur schwarz oder weiß. Auch bei uns. Entweder ist das ein Setup, ja, oder es ist kein Setup. Die es nicht schaffen, mit der Swissbox erfolgreich zu traden. Die es nicht schaffen. Die es nicht schaffen, meine Damen und Herren. Die es nicht schaffen, mit dieser Strategie erfolgreich zu traden. Was glaubt ihr, woran liegt das? Und jetzt komme ich mal, jetzt will ich nicht Trading-Philosophie mit reinbringen, aber, meine Damen und Herren, aber, meine Damen und Herren, 90% der Trader verlieren da draußen. 90%. Und die verlieren da draußen, weil sie A, kein Konzept haben, B, Risiko-Money-Management, dass sie gierig werden. Ja, und wenn du bei dieser Strategie irgendwann gierig wirst und das Risiko zu hoch einstellst, dann fliegt dir das natürlich, Norbert, hinten raus natürlich auch gegen die Wand. Deswegen sind wir ja als Coach oder ich als Vorturner morgens hier, der sagt 10 Liegestütze und ich mache 10 Liegestütze, dass ich sage, meine Damen und Herren, meine Damen, ich habe keine Clownnase auf. Ich zeige, was für ein Risiko eingeht und ich zeige euch, wie das funktioniert. Schaut euch das mal an. Der Norbert sagt, was ist denn, wenn er 7-mal rauf und hoch geht? Super. Norbert, jetzt schau dir das mal an. Wenn wir eine 15er Falle stellen im DAX, das machen wir jetzt mal, dann klappe ich das Ding mal hier oben ein und seht ihr oben die Tabelle. Da kann ich genau sehen, was mein Kontostand nachher ist und wie viele Versuche ich habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wenn ich jetzt sage, Norbert, ich will keine 15 Punkte Gewinn mitnehmen, ich will 30 Punkte mitnehmen, dann erhöhe ich das hier. Dann kann ich 1, 2, 3, 4, dann kann ich, siehst du, da kann ich bis zum 16. Trade machen. So, das heißt, der Gewinner und der Verlierer. Das ist wie im Leben, den Gewinner und den Verlierer. Wenn wir jetzt mal auf Sport wieder zurückgehen, bei der Olympiade, den Gewinner beim 100-Meter-Lauf oder beim Marathon oder wie auch, den Gewinner und Verlierer erkenne ich am Start. Erkennt man am Start. Und bei uns ist der Start, was für ein Risiko stelle ich dort ein? Und wenn ich mich an dieses, an das Regelwerk halte und nicht in die Falle tappe meines Egos, zu sagen, ich habe recht, der Trader hat recht, ich werde heute größeres Risiko eingehen, dann habe ich hier eine Strategie
wo wir über 99% Trefferquote haben, nachweislich, nicht weil ich jetzt mal seit 2 Wochen da bei bin, uns gibt es seit 11 Jahren und da lasse ich auch mit mir nicht diskutieren. Wir waren letztes Jahr auf der World of Trading, auf der größten Trading-Messe Deutschlands. Da haben wir uns gestellt, beim Live-Trading, das war ja online diesmal. Wir haben getradet, die anderen haben geredet, wir haben getradet. Wir haben gesagt, wir haben wieder ein Setup, wir haben wieder ein Setup und alle Trades dort auf der World of Trading vor zigtausenden von Zuschauern sind alle in den Gewinn gelaufen. So, jetzt platzieren wir die Order. Guckt mal, wie einfach das ist. Ich zeige es nochmal, schließe das mal. Nehme das Schloss mal raus. Einmal schließen. So, ihr holt die Boxlinien raus, das ist die Falle. Mit der linken Maustaste, wo ist die Kamera? Die Maus. Platziert ihr die Order. Ihr könnt mit der linken Maus diese Falle nach oben, nach unten schieben. Ihr könnt sie auch verstellen. 15 Punkte, 7 Punkte, wie auch immer. Aber haltet euch erstmal an unserer Zahl. Ihr platziert die Order. In eurem Konto sieht jetzt das folgendermaßen aus. Ihr habt 2 Orders. Buy Stop, Sell Stop Order. So. Was muss der Markt jetzt machen? Marco, Norbert. Was muss der Markt machen? Was muss der Markt machen? Der muss sich jetzt für eine Richtung entscheiden. So, und jetzt kommt wieder so typisch Bauernschlau. So Bauernschlau. Was glaubt ihr, ist die beste Handelszeit? Um 16.49 Uhr oder um 9 Uhr, wenn die Kasse aufmacht, wenn alle Leute ihre Aktien einkaufen? Ja, und wenn alle motiviert sind. Was glaubt ihr? Morgens oder abends? Da braucht ihr kein Ingenieurswesen. Genau. Von 9 bis 12, von 9 bis 11. Genau. So, und wenn Taxifahrer Paul, den ganzen Tag Taxi fährt und sagt, ich habe aber nur um 18 Uhr Zeit, dann muss ich sagen, du, Junge, dann ist alles schön und gut, aber dann ist diese Strategie nicht für dich geeignet. Du musst dann auch zu guten Handelszeiten dabei sein. Und jetzt sind wir alle im Homeoffice und können nebenbei für die Firma arbeiten und können nebenbei traden, gar kein Problem. Die Frage ist natürlich, die anfangs gestellt ist, meine Damen und Herren, das hat nichts mit einem statistischen Vorteil zu tun, wenn ich blind wie jetzt auch irgendeine Box platziere. Und das verwechseln viele, viele Trader, auch im Club bei uns. Kluge Köpfe, die sagen, das ist ja so geil, das ist ja so genial, ich platziere überall irgendeine Box. Das kannst du nicht machen. Und das wird euch Christoph nachher im zweiten Teil genauestens erklären. Wo platzieren wir Boxen? Ja, um denn einen sogenannten statistischen Vorteil zu ergattern. Aber wenn der Trade jetzt nicht short nach oben geht, nach unten geht, dann liegt die Buy-Stop-Order, seht ihr, mit 2,2 Kontrakten schon bereit. Und das Ganze, habt ihr gesehen, geht 13 Mal, 14 Mal. Und ich habe euch das vorhin gesagt. Schaut euch unser Videotagebuch an. Schaut euch das an. 890 Handelstage ist da aufgezeichnet. Das ist wie ein offenes Buch, ganz transparent. Dann könnt ihr sehen, was der DAX da morgens macht. So. Jetzt habe ich natürlich für alle Trader da draußen, die jetzt schon traden und meine Mission ist, jeder, der CFD Forex handelt, muss Boxtrading irgendwie einbauen. Warum? Weil es öffnet im Kopf diesen Knoten. Der Markt muss nach Long gehen, der Markt muss Short, der Markt muss gar nichts machen. Und wenn man das verstanden hat, dass der Markt die Entscheidung gibt, das gibt ja dieses Sprichwort, du kannst die Wellen nicht stoppen, du kannst sie nur reiten oder surfen. So, und wenn du das verstanden hast, dann bist du ganz entspannt, weil dann platzierst du die Order. Was du aber als Kapitän machen musst, ist den Trade eventuell nachher zu managen. Zu sagen, wow, jetzt stellt euch mal vor, Norbert, Karin, Gunnar, Kai, Robert, jetzt stellt euch mal vor, der Markt macht nicht morgens 1, 2, 3. Macht er nicht. Was passiert? Das ist wie eine Champagnerflasche, die man schüttelt und schüttelt. Und schüttelt und schüttelt und schüttelt und irgendwann, boom, explodiert der Markt. Wenn das so eine Situation ist, dann ist hier, meine Damen und Herren, eine riesen Möglichkeit. Ich habe hier im Tool die Möglichkeit, mein vordefiniertes Gewinnziel. Schaut mal. Hier, das ist die blaue Linie. Ich drücke hier auf angepasst und kann das Gewinnziel nach unten packen. Wenn ihr Kinder habt, in dem Alter, die Videospiele machen können, wenn die einmal davon erfahren, was der Papa oder der Opa hier für ein cooles Spiel hat, dann das ist letztendlich ist das sehr gefährlich, weil das macht süchtig, weil es ist so einfach. Wenn der Markt den Ausbruch macht, dann schiebst du die Linie nach oben, nach unten. Aber in der Einfachheit ist natürlich auch das, was die Menschen zum Stolpern bringt, nämlich die Gier.
Ja, ich will jetzt nicht von Uli Hoeneß anfangen, der, mit dem Forex-Handel, wissen wir alle. Ja, es ist die Gier nachher, weil sie sagen, wow, das ist so einfach. Ja, und dann wärst du irgendwann leichtsinnig und dann wirst du irgendwann das Risiko erhöhen vom ersten Trade. Und wenn du das machst, dann hast du hinten keine Luft nach hinten raus, den siebten, achten, neunten, zehnten, elften Trade zu machen. Ja, es gibt ein Video auf dem YouTube-Kanal, da bin ich bis zum für mein physisches Limit gekommen zum neunten Trade. Ich war noch nie über den neunten Trade hinaus. Neunter Trade. Und jetzt zum Abschluss, meine Damen und Herren. Wenn der Norbert, genau, wenn wir merken, oh la la, es ist 9:10 Uhr. Ich schaue auf meine Uhr, 9:10 Uhr. Der Markt will heute nicht. Gunnar, Kai, Robert, Norbert, Michele, Adis, Markus, alle, die da sind. Ich habe irgendwie, wir merken, der Markt will nicht. Der Markt dümpelt vor sich hin. Was kann das sein? Und jetzt hast du die Möglichkeit, Achtung, 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 meine Damen und Herren, während einer Session, und das müsst ihr euch vielleicht so vorstellen, ihr spielt Poker und während der spannenden Phase beim Pokern sagst du auf einmal, stopp, ich komme morgen wieder. Das könnt ihr ja nicht machen. Aber hier kann ich eins machen. Wenn ich merke, die beste Handelszeit ist morgens um 9 Uhr, durch irgendeinen Grund dieser Welt, an einem Montag, an einem Dienstag, wann auch immer, der Trade will nicht. Der Markt ist ruhig, der ist eingeschlafen. Kann passieren. Was machen wir als Trader, wenn du einen Plan hast und Struktur hast? Du hast hier einen Button, der nennt sich Hedge. Ich nehme das Schloss mal raus und jetzt schaut euch mal. Ich kann während eines Trades den Trade stoppen. Hä? Genau. Genau dieser Punkt. Hä? Das ist so, als wenn ihr zu Hause die neuen Fernseher habt, ihr drückt einmal drauf auf die Tagesschau oder Netflix und drückt auf Pause. Und sagt, Schatz, ich komme kurz, ich mache kurz die Flasche Rotwein auf, ich bin gleich wieder da. Ihr stoppt den Film und könnt ihn weiterschauen. Das war vor 20 Jahren undenkbar, heute gang und gäbe. So, und das Gleiche ist jetzt hier im Trading. Ich stoppe den Trade, ich drücke auf Pause und mache ihn, wann mache ich ihn weiter, Kai, Norbert, Holger, wie ihr alle da seid. Ich mache den natürlich am nächsten Morgen weiter, um 9 Uhr, wo ich weiß, da ist die Volatilität, drückt dann entweder auf Kaufen oder Verkaufen und dann geht die Reise weiter. Ich mache das jetzt mal und dann rechnet die Software genau so weiter, als wenn wir gestoppt haben. Es gibt eine Aufzeichnung, Murat. Ja? Also, das heißt, wir haben die Freiheit zu stoppen. Wir können, also wenn wir merken als Trader, und das hat man nicht nur im Gespür, sondern man sieht das ja, die Vola ist draußen durch irgendeinen Grund. Und einer meiner Thesen und einer meiner im Kopf, was ich versuche, den Club wieder mitzugeben, ist, es gibt Level 1 Trader und es gibt Level 2 Trader. Wir versuchen, Level 1 Trader natürlich im Club auf Level 2 hochzubringen. Level 1 Trader. Und ich will euch nicht zu nahe treten. Level 1 Trader haben ausschließlich den Fokus im Kopf nur auf Rendite und Strategie. Rendite und Strategie. Level 2 Trader ausschließlich den Fokus auf Risiko. Wie viel kann ich in den Trade maximal riskieren oder wie viel riskiere ich in meinem Trade von meinem Depot? Dahin müssen wir steuern. Wir müssen wegkommen von diesen ganzen, was mache ich Performance, wie läuft die Strategie? In Deutschland ist es, vielleicht ist es auch in anderen Ländern so, ich kenne nur den deutschen Markt. Es ist verrückt. Gerade die Männer beim Trading wechseln die Strategie wie teilweise ihre Unterhosen. Das funktioniert nicht und suchen nicht den Fehler bei sich selber. Und nochmal, diese Strategie, die eine Trefferquote hat von 99%, kannst du versemmeln. Und warum weißt du, oder anders formuliert, und wie du sie versemmeln kannst, ist ganz einfach. Wenn du gierig wärst, wenn du dich mit dem Anfangsrisiko sagst, nee, ich gehe höheres Risiko, dann hast du hinten raus keine Luft. Insofern ist es wie im Leben, du brauchst deine Routine, du brauchst Disziplin und du brauchst einen Plan. All das kann ich euch nicht mitgeben. Ich kann euch den Plan mitgeben. Ich kann Disziplin vorleben. Wenn ich sage, ich mache 10 Liegestütze, mache ich sie 10 Liegestütze. Aber ob du es schaffen wirst, das hängt bei euch ab. Einen Tradingplan ist zu vergleichen wie mit einem Diätplan. Einfach zu verstehen, schwierig in der Umsetzung. Und dafür sitzt du in München, in Stuttgart, in der Schweiz.
Ich kann nur moderieren und nur sagen, das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Und ich esse jetzt keine Schokolade. Wenn du aber trotzdem Heißhunger auf Schokolade hast und trotzdem reingehst, dann ist das dein Problem, dann bin ich raus. Ich habe das gestern in der letzten Coachingstunde gesagt. Mein Vater, der ist am Montag 84 geworden, hat mir was auf den Weg gegeben, als junger Mensch, hat gesagt, Carlos, ist egal, was du tust, du musst dir in den Spiegel schauen beim Rasieren. Und ich versuche, wie jetzt in dem Webinar, jetzt fast schon missionarartig, aber euch dazu zu bewegen, Disziplin im Training euch beizubringen, Strategien in die Umsetzung zu bekommen. Deswegen machen wir das mit dem Live-Training-Raum, weil wir denken, das ist, dieser Weg ist der einzige. Es sei denn, du bist Investor. Du kaufst eine Aktie wie Costolani, nimmst eine Schlaftablette und schaust in 20 Jahren wieder. Aber es kann gut laufen, es kann aber wie bei der Wirecard kann auch ein Totalverlust werden. So, Trading ist was anderes. Trading bedeutet für uns, du kannst in beide Richtungen spekulieren. Und zwar nicht nur in einem Bullmarkt wie jetzt, wo alle Helden sind. Mein Gott, meine Tochter ist 5. Hätte ich dir, bis auf Wirecard, hätte ich dir die FAZ genommen mit den ganzen MSCI World Aktien oder deutsche Aktien und sage, Schatz, such dir mal eine raus. Dann wäre sie zwar im Corona mal im Minus gewesen, aber der Rest ist doch seit 5 Jahren long. Darum geht es nicht. Es geht darum, jeden Tag Geld rauszuholen. Ist egal, ob der Markt steigt oder fällt. Das ist Trading. Aber das ist aber hier auch keine Altersvorsorge. Es ist eine Beimischung, meine Damen und Herren. Und wir im Club haben uns die Aufgabe gemacht, dieses gemeinsam zu machen in einem Umfeld, wo wir alle fokussiert uns auf die Strategien konzentrieren in der Umsetzung und nicht wechseln. Sag mal, Paul, was hast du denn? Ja, Murat, sag mal, was tradest du denn? Ja, du, ich habe jetzt gestern gelesen in so einem Forum, da gibt es eine coole Strategie. Das sind wir nicht. Ganz ruhig, wer bei uns im Live-Training-Raum ist, wir moderieren. Wir haben mal einen Spruch, wir sind mal lustig, mal schwitzen wir gemeinsam. Aber es wird hier nicht wild irgendwelche Strategien besprochen. Das bringt nichts. Das führt zu nichts. In diesem Sinne, es ist 17 Uhr. Ihr habt gleich, ist eine kleine Pause. Dann kommt Christoph. Morgen früh würden wir, wenn ihr Lust habt, treten wir morgen mal den Eröffnungstrade um 9 Uhr. Wir sehen jetzt aktuell, der Trade läuft in unsere Richtung. Aber ist das egal? Karin, es ist egal. Warum? Ob Trade Nummer 1 oder 2 oder 3. Verändert sich das an unserem Konto? Was glaubt ihr? Bruno oder Karin? Verändert sich das? Es ist völlig egal, ob jetzt dieser Trade in den Gewinn läuft oder er macht nochmal einen Umweg. Hauptsache, er macht wie viele Punkte? Wer hat aufgepasst? Und damit schließe ich auch das Webinar. Wie viele Punkte macht er? 15. Sehr gut, Michele und Robert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Genau, 15 Punkte. So, und im Durchschnitt macht der Markt 120 Punkte. Man kann die Vola berechnen eines ATRs, Bruder, aber, Bruno, ATR ist ja immer Vergangenheit. Es gibt noch nicht den Indikator, der sagt, jetzt Real zeigt mir das, wie viel. Du kannst natürlich das Volumen nehmen. Ihr wisst das. Volumentrader. Wie viel Volumentrader gibt es in Deutschland? Das ist wie Mode. Das ist eine Modeerscheinung. Auf einmal machen alle Trader auf Volumen. Und alle Privattrader denken jetzt, Volumentrading ist jetzt das Beste vom Besten, weil alle das machen. Quatsch. Sucht den Erfolg bei euch. Erstmal müsst ihr bei euch vor eurer Haustür kehren und euch sagen, okay, der Carlos hat gesagt, ich muss diszipliniert sein. Wie werde ich diszipliniert? Du wirst nur diszipliniert, wenn du einen Plan hast. Also, du findest, Bruno, wenn du morgens dir den Markt anschaust, die ersten 30 Minuten, dann siehst du, ob der Markt zum Beispiel 10 Punkte gemacht hat oder schon 30. Und dann kannst du ein bisschen ableiten, dass wir genügend Volumen haben, um zu traden. Oh, Jochen, jetzt, meine Damen und Herren. Warum ist das nicht vollautomatisch? Ich bin ein totaler Gegner, Jochen, weil ich die Industrie, Jochen, seit 25 Jahren nicht nur beobachte, sondern da in dieser Industrie lebe. Weißt du, wie viele Expert-Advisor, diese Robot-Trader, ich schon im Leben kennengelernt habe? Ey, ich weiß es nicht. Und jedes Mal, wenn mir jemand, Jochen, ein Vollautomat hier hingeht, ist bei mir gleich, ich mache das mit meinem Laptop, ich mache es mal auf hier, das ist, da ist, wie Trapattoni gesagt hat, Klappe zu. Es gibt es nicht, weil die Märkte, Jochen, die Märkte sind verändern. Und das ist genauso wie mit künstlicher Intelligenz, diese KI. Es gibt Leute, die sagen, es wird unser ganzes Leben drastisch verändern, negativ. Oder wir nutzen die künstliche Intelligenz als Mensch, um unser Leben zu vereinfachen. Ja, um in der Medizin Dinge viel, viel genauer zu entdecken, ja, wo ein menschliches Auge vielleicht versagt. Und Jochen, ich bin ein großer Freund immer noch von der
Handarbeit, in Anführungsstrichen, dass ich als Kapitän vorm Computer sitze und selbst die Entscheidung gebe. Der Automat, Jochen, es ist ja nichts anderes als ein Automat. Jetzt übernimmt Jochen für mich die Software, alle Ordern. Alles, was kompliziert ist und schnell geht und genau gehen muss, macht die Software. Aber alles, wo ich die Order platziere, wenn ein Feiertag ist oder wenn die Notenbank spricht, das will ich entscheiden. Okay? Es ist der Traum von vielen. Ich habe einen Roboter, ich spiele jetzt Tennis, ich telefoniere, gehe spazieren und ein Roboter übernimmt für mich die Arbeit. Das ist ein Traum und wie ein Traum auch ist, es bleibt ein Traum. Ja, viele Träume werden irgendwann Wirklichkeit. Klar, könnt ihr jetzt gegen argumentieren, aber ich kenne, wenn du mir einen EA, einen Expert Advisor zeigst für Privatleute, es gibt Systeme, die kosten zigtausende von Euros, die aber eins machen, Jochen, die machen Arbitragegeschäfte, die flachsen die Broker, die Banken aneinander, wenn die Kursstellung schlecht ist. Aber einen Roboter für Privatleute kenne ich nicht. Robert sagt, er kann es nicht glauben. Okay, also, ich glaube, am besten wie immer im Leben, erst informieren, dann investieren, teste das. All das, nochmal für alle, die heute an diesem Webinar dran teilgenommen. Ihr könnt alle Tools von uns, alle Strategien testen, live 30 Tage. So, das ist wie Probewohn. Du willst ein Haus kaufen und wohnst erstmal 30 Tage da umsonst und kannst dir anschauen, ob das wirklich so ruhig ist oder ob das tatsächlich ein bisschen lauter ist an der Straße, ob der Nachbar nebenan im Haus Hunde hat oder wie auch immer. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen, schönen Abend. Christoph übernimmt gleich hier den zweiten Part. Extrem interessant, kann ich euch jetzt schon sagen. Also bleibt dran. Wir hören uns morgen früh um 9 Uhr. Ihr kriegt eine Mail mit der Einladung nochmal, in welchem Raum wir sind. Wir sind morgen nicht im Starterraum, sondern in diesem Raum hier. Also wir werden heute morgen früh dann gemeinsam mal den Live-Chat platzieren. Ich werde euch aber auch andere Strategien im Club zeigen, gerade für Berufstätige, die jetzt vielleicht nicht die Zeit haben. Ja, alles das gibt es dann morgen und ich wünsche euch allen das geht auch auf den Dau, genau, einen schönen Abend. Ich hoffe, es euch hat Spaß gebracht und übergebe dann das Wort an den Senior Christoph. Und wenn du mich hörst, kannst du gerne übernehmen. Ich mache einmal diesen Vortrag zu, Meeting, Aufzeichnung beenden und starte dann gleich den neuen Auftrag. Okay, Michele und Chris, wunderbar. Okay. So, Carlos, das war doch eine super Einführung in die Sysbox-Strategie. Ich freue mich schon richtig, das jetzt hier zu übernehmen an diesem Punkt. Okay. Meeting aufzeichnen. So, wir machen ganz kurz Pause. Genau. Okay, dann machst du selber Meeting aufzeichnen. Okay. Eine Minute. Perfekt. Genau, ein, zwei Minuten Pause, dann übernehme ich direkt die Aufzeichnung und auch das Meeting hier. So, ich habe nochmal kurz den Blick auf die Elbe. Und dann geht es hier in zwei Minuten weiter. Ich muss kurz den Bildschirm noch teilen von mir und dann geht's los. So, meine Damen und Herren, wir legen los mit dem zweiten Teil unseres Webinars heute und ich werde mir gleich mal noch den Bildschirm freischalten und die Aufzeichnung starten.
So, herzlich willkommen auch von meiner Seite heute zu diesem Webinar hier bei uns beim Traders Club 24. Ihr hattet gerade noch einen Blick auf die Elbe und ich sitze heute nicht an der Elbe, sondern ich bin heute sozusagen von zu Hause hier draufgeschaltet und übernehme jetzt ab diesem Punkt dieses Webinar. Ja, ihr habt es gerade gesehen, das war die Einführung in die Swissbox-Strategie, der ihr gerade lauschen wolltet, zu meiner Person. Mein Name ist Christoph Kurze. Ich bin verantwortlich im Traders Club für sämtliche Strategien, für die Entwicklung der Tools, der Trading-Tools, die ihr jetzt auch schon im Auszug gesehen habt. Wir haben ja heute die Vorstellung primär fokussiert auf die Swissbox-Strategie und ich werde euch jetzt im zweiten Teil primär einen Einblick geben in den statistischen Vorteil, den es ja letztlich am Ende des Tages braucht, um mit so einer Strategie am Ende eben auch eine positive Performance, eine positive Depot-Performance zu erzielen. So, wir werden also einmal reinschauen in die Details von so einem Box-Trading-Ansatz. Ich werde euch ein bisschen durchführen über die Tools, ein bisschen in der Tiefe vielleicht auch, die wir da benutzen, um den statistischen Vorteil aus dem Markt rauszukitzeln. Und ja, am Ende stehe ich euch natürlich für Fragen zur Verfügung. Ich habe das ja schon gesehen, im Chat kann man diese Fragen direkt stellen. Ich versuche sie vielleicht zum Teil schon während des Vortrags mit zu beantworten, sofern es dann reinpasst. Ansonsten gibt es ja immer die Möglichkeit, am Ende noch auf die Fragen einzugehen, die vielleicht noch offen geblieben sind. So. Gehen wir also direkt rein ins Thema. So, ihr habt es ja gesehen von Carlos vorgestellt, wir handeln den Box mit einer, den DAX mit einer oder auch andere Märkte mit einer sogenannten Box-Strategie. Und da ist natürlich die grundlegende Frage, die man sich stellen muss, ist, ja, woher wissen wir denn eigentlich, dass das Ganze am Ende erfolgreich ist? Denn eins ist klar, und das kam ja vorhin hier schon auch im Chat so ein bisschen raus von der Fragetechnik, die dann auch von euch gefragt wurde. Ja, Mensch, das ist doch nichts anderes als eine Martingale-Strategie. Ich meine, ihr multipliziert die Trades, bis ihr halt irgendwann rauskommt, in irgendeine Richtung wird sich das Ganze schon bewegen. Und wie seid ihr denn eigentlich sicher, dass das am Ende eben auch erfolgreich ist? Und da muss man ganz klar sagen, ja, wenn man einfach Boxen irgendwo im Chart platzieren würde, dann würde am Ende des Tages Folgendes passieren. Man würde irgendwann genau die Boxen auf die Box treffen, die sich eben so derart aufschaukelt, dass man dann eben einen Verlust macht. Und dieser Verlust kann eben dann auch größer sein als das, was man vorher gewonnen hat. Und das nennt man ja dann an der Stelle eine Strategie, die eben einen geringen oder gar keinen Erwartungswert hat, also einen negativen Erwartungswert, das heißt, die auf lange Sicht eben nicht erfolgreich ist. Das heißt, wir müssen im Markt Effekte finden, die uns in irgendeiner Art und Weise anzeigen, wo man Boxen platzieren kann, wo eben so eine Bewegung sehr wahrscheinlich ist. Und ich denke, alle werden mir zustimmen, dass an Tagen, wo man wo sich der Markt extrem viel bewegt, wo richtig große Kursbewegungen stattfinden, dann wird man wahrscheinlich wenig Probleme haben, mit einer solchen Strategie im Markt zu bestehen. Denn egal, wohin der Markt sich bewegt, ob es nur nach oben oder nach unten ist, wenn man eine Box im Markt platziert und diesen Ausbruch eben handelt, egal in welche Richtung, wird man an irgendeinem Punkt dann eben ans Ziel kommen. So, jetzt haben wir aber genau diese Tage, wo sich nicht so viel bewegt. Wer jetzt die letzten Tage am Markt gewesen ist, der weiß, dass speziell in letzter Woche, auch noch Anfang dieser Woche, immer wieder der Markt, wie wir so manchmal auch als Trader sagen, hat der Markt oft geklebt. Das heißt, der Markt hat sich nicht von der Stelle bewegt, ist auch sehr stark in einer sehr engen Bewegungsspanne zum Beispiel kleben geblieben, hat sich nicht bewegt. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass das Ganze sich aufschaukelt. Und dann würde man auch mit so einer Strategie nicht im Gewinn landen können. So, und da geht es dann eben darum, nicht irgendwo im Markt zu handeln, sondern ganz speziellen Preispunkten, wo man eben einen Ausbruch auch realisieren kann. So, wie machen wir das? Ich habe eine grundlegende Hypothese über den Markt und die ist dann eben auch eingeflossen in die sogenannte Vola-Box. Eine Vola-Box ist eine Möglichkeit, um Punkte zu finden im Markt, die eben sehr speziell und sehr relevant sind. Und diese grundlegende Hypothese heißt erstmal, der Markt hat ein Gedächtnis.
Das bedeutet letztlich nichts anderes. Okay, es gibt Preispunkte im Markt, die irgendwie sich anders verhalten als ja, der Durchschnittsmarkt, der vielleicht relativ zufällig läuft. Es gibt also Marken und Preispunkte, wo ein Ausbruch sehr wahrscheinlich ist. Und das ist eben die grundlegende Hypothese, die man über den Markt erstmal stellen kann. Wenn das nur eine Hypothese ist, heißt das ja erstmal nur, ja, ich sage einfach, das ist so. Ich muss es natürlich am Ende auch beweisen, dass es so ist. Aber wenn es denn diese Bereiche gibt, der Markt also sich merkt, okay, in diesem Preisbereich ist es irgendwie nicht spannend, also für so einen Kurs sich aufzuhalten, da geht man schnell wieder weg, weil eben dort einfach Käufer und Verkäufer nicht sehr viel handeln. Ja, also wenn ein Kurs an einer gewissen Stelle bleibt, heißt das ja immer, dort wird viel Umsatz generiert oder sehr viele, ja, Käufer und Verkäufer handeln zu diesem Preispunkt, finden es also in Ordnung, zu diesem Preis zu kaufen und zu verkaufen. Dann gibt es eben Preisbereiche, die dort offensichtlich, wo das nicht der Fall ist, und dann würde sich ein Kurs von dort aus wieder relativ schnell wegbewegen. Und das ist ja genau das, was wir suchen. Denn wenn wir irgendwie handeln wollen, dann wollen wir ja nicht an einem Preispunkt handeln, wo der Markt klebt, sozusagen, wo der Markt hängen bleibt, sondern wir brauchen diese Volatilität, diese Ausbrüche aus dem Markt. So, und wenn wir diese Preisbereiche gefunden haben, dann ist also die grundlegende Annahme, die grundlegende Hypothese, wenn der Kurs reinläuft in so einen Preisbereich, dann gibt es dann einen guten Ausbruch. Ein Ausbruch ist sehr wahrscheinlich und diese Preisbereiche gilt es letztlich zu finden. So, wie haben wir das gemacht? Wir haben also analysiert Kursverhalten von verschiedenen Märkten. Das ist jetzt hier mal ein Beispiel der DAX. Wird also der Kurs und in dem Fall der Preis und das Volumen genau analysiert und man kann dann einfach so ein Wahrscheinlichkeitsprofil entwickeln, wo Kurse ja mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in so eine Seitwärtsphase oder in so ein Schlingern, in so ein Kleben reinkommen und an welchen Preisbereichen der Markt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eben sich nicht lange aufhält. Und wenn man das macht und so ein Profil entwickelt, dann kann man im zweiten Schritt genau in die Bereiche Boxen platzieren, wo der Kurs mit einer sehr geringen Aufenthaltswahrscheinlichkeit eben sich aufhält. Ja, also wo der Kurs, wenn er dann in diese Preisbereiche reinläuft, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit relativ schnell wieder ausbricht. Das ist die Grundidee von der sogenannten Vola-Box. Vola steht natürlich dann hier für Volatilität. Das heißt, wenn der Kurs in so eine Box reinläuft, gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass es relativ schnell wieder zum Ausbruch kommt. So, wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass der Kurs aus so einer Box wieder schnell rausbricht, eben auch mit einer ausreichend großen Bewegung, dann würden wir natürlich, wenn wir hier an die Ober- oder an die Unterseite von solchen Boxen, die man eben berechnen kann, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit relativ schnell aus so einer Box wieder rauskommen, wenn wir sie dann handeln. Und Aufschaukelungen sind dann eben in diesen Boxen relativ unwahrscheinlich und das ist ja das, was wir letztlich wollen und worin dann auch der statistische Vorteil besteht. So, gehen wir ein bisschen genauer rein. So sieht dann also so eine Vola-Box aus. Die besteht natürlich auch auf einem Kurs auf der Oberseite, zum Beispiel jetzt hier, das ist schon eine Weile her, dass wir diesen Kurs hatten, 13.291 zu 13.276, das sind also genau 15 Punkte dazwischen. Ihr habt ja vorhin gesehen, bei Carlos, so eine typische Bewegung um DAX am Tag sind so 120 Punkte. Das heißt, wenn ich innerhalb dieser Bewegungsspanne, die so typisch ist, diese Boxen eben platziere, das sind jetzt hier so drei Stück, dann habe ich Preisbereiche, wo ich eben eine sehr große Ausbruchswahrscheinlichkeit habe, wenn der Kurs sich eben dahin bewegt. Mit diesem Höchst- und Tiefkurs wird dann letztlich die Box im Chart platziert. Das können wir uns auch gleich mal anschauen in den Chart. Gucken wir erst noch mal so ein paar Vola-Boxen in verschiedenen Märkten an. Hier mal ein klassisches Beispiel für den DAX. Sieht man also auf der Unterseite hier in ja, so eine gedeckte Farbe eben diese Vola-Box. Man sieht ja sehr schön, der Kurs läuft hier rein in so eine Box. Hier sieht man nur wenige Momente hat sich der Kurs in dieser Box aufgehalten. Man sieht hier also nur die entsprechenden Lunden, die hier so reinragen in diese Box rein. Und der Kurs hat sofort wieder gedreht und ist dann eben hier nach oben gelaufen. Wenn man also genau hier eine Box platziert, läuft der Kurs rein und der erste Trade wird ausgelöst und man ist oben sofort im Gewinn.
Später am Tag ist das nochmal passiert, der Kurs ist reingelaufen, hat ihn gedreht und ist wieder nach oben gelaufen. Das ist so die grundsätzliche Idee. Das gleiche Spiel auch mal hier für eine Währung. Das heißt, der Kurs ist jetzt drin, ist in der Bullerbox hier zur Markteröffnung früh morgens um 9 Uhr. Der Kurs läuft also hier unten rein, löst den ersten Trade aus, läuft dann aber sehr schnell auf die Gegenseite, löst den zweiten Trade aus und läuft dann eben hier nach oben raus. Das heißt, grundsätzlich sind diese Bereiche, die eben hier berechnet werden, Bereiche, wo der Kurs sich nicht lange aufhält, sondern wo der Kurs sich wegbewegt. Das kann man sich also vorstellen wie so zwei Magneten, die eben unterschiedlich gepolt sind. Das kennt man ja so als Spiel aus der Kindheit, wenn man dann zwei Magneten so mit gleicher Polung aneinander bringt, dann springen die so voneinander weg. Und so ähnlich kann man sich das mit der Volarbox irgendwie auch vorstellen, natürlich nur so als Gedankenmodell. Der Kurs prallt entweder ab, wie hier, oder geht halt relativ schnell durch und geht dann eben an der anderen Seite, entfernt er sich wieder. Wenn man British von Yen, auch hier ist der Kurs reingelaufen und wieder rausgelaufen. Hier mal Euro-Yen, eben hier von unten zu sehen. Kurs läuft von unten rein, geht wieder raus, läuft rein, geht wieder raus, läuft rein und geht wieder raus. So geht das halt den ganzen Tag. Gleiches Spiel bei British Pfund US-Dollar. Kurs läuft hier von unten rein, geht wieder raus, läuft nochmal von unten rein und geht halt wieder raus. Macht dann sogar eine längere Bewegung. So, das ist die grundsätzliche Idee. Wir können uns das auch mal in einem Chart anschauen, wie das eigentlich dann unterm Strich sozusagen aussieht, in der eigentlichen Software. Wieder Trader wurde ja vorhin schon mal gezeigt. Wir gehen hier mal einmal auf den Metatrader. So, kurz mal schauen, das sieht dann so aus. Also Metatrader haben wir die Volarbox, die sind jetzt hier nicht so hellblau, sondern eben grün dargestellt, weil es besser ins Template reinpasst. Und diese Boxen erscheinen dann eben morgens um ab 9 Uhr in den Charts, werden also automatisch von der Software berechnet. Um mal ein Beispiel zu zeigen, das war jetzt der DAX von vorgestern, glaube ich, auch von gestern. Wir können ja mal reingehen in den eigentlichen Chart vom DAX. Genau, das war der Chart hier von vorgestern. So, also der DAX ist dann hier zu sehen. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Na. Und nehmen wir den Chart. So, also Kurs auch hier zur Eröffnung, also Punkt 9 Uhr, ist direkt aus der Volarbox nach oben ausgebrochen, weil das wie gesagt ein Bereich ist, wo die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kurs da lange dran aufhält, relativ gering ist. Da sieht man, der Kurs bricht direkt hier erstmal nach oben aus, macht hier eine Bewegung von 20 Punkte und ihr wisst ja, wenn man eine Boxgröße von 15 Punkten hat und nach oben eine Bewegung von 20 Punkte macht, ist man definitiv raus aus diesem Trade. Genauso dann hier, dann läuft der Kurs wieder rein in diese Box. Wird hier aber sich nicht lange aufhalten, sondern bricht dann eben direkt nach unten aus. Auch wenn man das sozusagen zum zweiten Mal hier platziert hätte, wäre der Kurs direkt rausgelaufen. Und so geht das dann weiter, geht hier unten in diese Box, bricht wieder nach oben aus. Und so verhält sich das dann eben den ganzen Tag. Das ist so die Grundannahme. Und wir verschieben sozusagen von einem System, wo wir das einfach nur zufällig platzieren, das Ganze hin zu einem System, wo wir das an Punkten platzieren, wo wir eine sehr hohe Ausbruchswahrscheinlichkeit haben. Wie wird das dann eigentlich gehandelt? Ich zeige das jetzt mal einfach hier an dem Beispiel. Gehen wir mal rein. DAX-Chart, hier haben wir die Volarboxen mit drin. Und es ist natürlich nachmittags und es ist nicht die richtige Zeit, um das zu handeln. Aber ein Beispiel wäre jetzt natürlich diese Box. Der Kurs läuft hier gerade rein. Und wenn der Kurs drin ist, habe ich hier so einen sogenannten Trade-Anker, also so einen Punkt. Da kann ich einfach draufklicken. Dann wird diese Box schon vorausgewählt von der Swissbox und ich kann jetzt hier direkt in diese Box eben einsteigen, indem ich das hier so aktiviere. So, ich nehme das jetzt einmal raus, weil das ist ja hier auch ein richtiges Konto, damit wir das jetzt hier nicht weiter handeln, aber genauso wird das gemacht. Also man klickt hier auf diesen Trade-Anker, das Ganze wird ausgeführt mit zwei Ordern und entsprechend wird das dann eben gehandelt. So, die Grundidee dabei ist natürlich immer, diese Boxen so oft wie möglich zu handeln in den Haupthandelszeiten. Die Haupthandelszeiten sind natürlich nicht nachmittags um 17 Uhr, kurz vor 17.30 Uhr, sondern eher morgens
zwischen 9 und ich sag mal bis 10.30 Uhr, dann ist das meiste schon gelaufen vormittags im DAX und die meisten Boxen sind schon abgearbeitet worden. Ansonsten handeln wir das nochmal am Nachmittag ab 15.20 Uhr, also kurz vor der Eröffnung im Dow Jones. Ab 15.30 Uhr geht es ja dann los mit der Markteröffnung in den USA, handeln wir das dann entsprechend auf dem Dow Jones. So, diese Boxen werden hier grün angezeigt, natürlich auch automatisch berechnet, können dann eben mit der Swissbox gehandelt werden. Das Ganze wird eben aber auch in einem Radar angezeigt. Da sind dann alle Boxen in den verschiedenen Märkten, werden da zusammengestellt, wo eben entsprechend auch die Charts dafür offen sind. Das heißt, jetzt sieht man eben hier die DAX-Boxen, man sieht genau, wo die liegen. Man sieht auch, das leuchtet so schön gelb gerade auf. Das heißt nichts anderes als, da ist der Kurs gerade in der Box drin. Das heißt, da habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit, diese Box jetzt in diesem Moment zu handeln. So, ich kann hier von hier aus darauf rüberspringen, wenn ich oben auf dieses Label klicke, wo eben, und diese Bezeichner klicke hier oben, wo eben der DAX auch drin steht. Wenn ich da drauf klicke, springe ich direkt zu dem Chart und kann dann hier draufklicken und die Box eben aktivieren. In dem Moment ist sie scharf geschaltet und kann eben gehandelt werden. Und so geht es eben dann darum, am Tag möglichst viele von diesen Boxen zu handeln, sofern der Kurs halt drin ist. Und wenn der Kurs halt nicht darin ist, heißt es ja letztlich, dass sich der Kurs nicht, zumindest nach diesem Setup, in einem Bereich befindet, wo wir mit einer hohen Ausbruchswahrscheinlichkeit rechnen können. Und diese hohe Ausbruchswahrscheinlichkeit brauchen wir natürlich, um gegenüber dem einfachen Zufall, also einfach irgendwo die Box zu platzieren, einen statistischen Vorteil zu haben. Das Ganze wird eben jetzt hier auf verschiedenen Währungen und verschiedenen Indizes angewendet. Ich handle primär den DAX, den Dow Jones, der ist jetzt hier zu sehen, da ist der Kurs auch gerade wieder in einer Box drin. Können wir jetzt hier auch einfach handeln, sozusagen als Beispiel dem DAX und Dow Jones. Als Indizes handle ich verschiedene Währungen, das sind eben dann Euro-US-Dollar, Euro-Yen, Britisch-Pfund-US-Dollar und Britisch-Pfund-Yen, das sind also die Hauptwährungspaare und die sich einfach gut bewegen. Und die werden eben alle hier dargestellt und eben dann entsprechend auch, sofern der Kurs eben drin ist, leuchtet das Ganze eben auch gelb auf. Es kann ja auch mal sein, dass man das nicht direkt verfolgen kann den ganzen Tag. Hat man eben, ich mache es bei mir selber auch so, ich programmiere nebenbei, habe dann eben hier dieses Radar auf, sehe eben gelb, wenn was aufleuchtet, dass dort eben Chancen entstehen. Und entsprechend kann man das dann eben hier auch handeln. Dieser statistische Vorteil von der Vola-Box lässt sich natürlich auch in Zahlen ausdrücken. Und dazu komme ich jetzt gleich nochmal. So, grundsätzlich ist es ja so, nehmen wir mal an, wir haben einen komplett zufallsverteilten Markt. Was ist ein zufallsverteilter Markt? Auch kann man auch manchmal so als 50-50-Markt beschreiben. Das ist letztlich eigentlich ein Markt, der so verteilt ist, dass man, egal ob man nach oben oder unten läuft, die Wahrscheinlichkeit, dass man dafür in Gewinn läuft, wenn man dann sich entsprechend platziert im Markt, ist halt immer 50%. Das ist also vergleichbar mit einem Münzwurf. Das könnt ihr euch vorstellen. Also so, ihr geht einfach in den Markt rein. Ich kann das ja kurz nochmal hier machen. Ihr geht also einfach in den Markt rein und sagt, okay, nehmen wir zum Beispiel hier im Dow Jones den Preispunkt von 31.500. Und egal, ob man jetzt in diesem Markt long oder short geht, nehmen wir mal an, man würde nach unten spekulieren, dass man nach unten zum Beispiel jetzt hier 20 Punkte macht. Man würde entsprechend spekulieren, dass diese 20 Punkte, dass man die Short gewinnt, wenn man ja so Short geht in diesem Markt, dann wäre es genauso wahrscheinlich, dass nach oben hin, wenn ich nach oben mein Stop-Loss platzieren würde, dass der Markt eben mit einer 50% Wahrscheinlichkeit hier oben in einen Stop-Loss läuft oder aber, dass er eben nach unten wirklich läuft in meine präferierte Richtung und entsprechend mir einen Gewinn beschert. Ja, das wäre so ein reiner 50-50-Markt. Heißt letztlich nichts anderes, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Kurs die gleiche Strecke sinkt, dass die Wahrscheinlichkeit genauso groß ist, wie dass er sozusagen steigt. Und das ist eben dann wirklich immer 50-50. So, wir sehen nebenbei, dass der Kurs hier gerade aus dieser Bullerbox ausbricht und dann hier auch in den Gewinn laufen wird, wenn er jetzt noch ein paar Pünktchen nach unten fällt. So, das ist ein 50-50-Markt. Das ist natürlich erstmal nichts mit einem realen Markt zu tun, aber im absoluten Notfall, ja, also wenn der Kurs sich rein zufallsmäßig bewegen würde,
hätten wir genau, wie gesagt, diesen 50-50-Markt. So, die Wohlerbox ist jetzt gerade hier in Gewinn gelaufen. Der Kurs ist also von hier nach hier ausgebrochen. Das hat mir jetzt noch einen kleinen Gewinn beschert für dieses Konto hier, was hier auch live gehandelt wird bei mir nachmittags im Raum. Aber sei es drum, darum geht es jetzt nicht. Wie gesagt, wir haben einen 50-50-Markt als Gedankenexperiment und jetzt stellen wir uns Folgendes vor. Diesen 50-50-Markt würden wir einfach handeln, den ganzen Tag. Und dann ist ja, glaube ich, jedem klar, wenn ich das jetzt x-mal mache, das ist ja wie so ein Münzwurf, ich meine, ich würde das 100-mal machen, dann würde wahrscheinlich rauskommen, dass ich eben 50-mal den Kopf sehe und 50-mal die Zahl sehe und egal, auf was ich setze, ab Kopf oder Zahl, wenn ich das nur oft genug mache, werde ich am Ende des Tages nichts gewonnen haben. So. Und dieses Gedankenexperiment kann man natürlich auf den Markt übertragen. Wenn ich also angenommen, ich hätte wirklich so einen 50-50-Markt, der also so funktioniert, dass es also genauso wahrscheinlich, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, genauso wahrscheinlich ist, dass der Kurs von einem gewissen Punkt, zum Beispiel hier 31.500, fällt oder steigt, wenn das genau gleich wahrscheinlich ist, dann kann ich mich ja immer so in den Markt setzen und kann immer sagen, ja, ich setze mich jetzt Long oder Short in diesen Markt rein. Ich würde immer zur Hälfte meiner Trades gewinnen, zur anderen Hälfte verlieren und das Ergebnis meiner ganzen Trading-Aktivität wäre am Ende null. Ich kann nichts gewinnen, nichts verlieren. Das wäre ja am Ende des Tages auch ein bisschen langweilig. Grundsätzlich ist aber so, hat natürlich nichts mit einem realen Markt zu tun, denn ihr wisst genau, beim realen Markt zahlt man auch für den eigentlichen Trade in Form eines Spreads oder einer Kommission. Aber bleiben wir trotzdem erstmal bei diesem Gedankenexperiment, dass wir dafür nicht zahlen würden. Wir würden in diesem Markt kein Geld verdienen können. Und selbst wenn es so wäre, dass wir nach zum Beispiel einem Short Trade nach unten hin das Doppelte der Strecke machen wollen, wie nach oben, und das sieht man ja in jedem Tradingbuch, ja, du musst einen CRV von 2 haben, das heißt ja, dass dein Stop-Loss sozusagen oder dein Gewinn doppelt so weit weg liegt wie dein Stop-Loss. Selbst dann würden wir in diesem Markt kein Geld gewinnen können, weil wir unterm Strich, wenn wir das immer wiederholen würden, würden wir relativ häufig hier in den Stop-Loss laufen. Nicht ganz so häufig den Gewinn, aber trotzdem, wenn man die Trefferquote anschaut, liegt ja dann hier bei 33% ungefähr, würde unterm Strich nichts rauskommen, denn die Gewinne, die man ab und zu macht, werden durch die häufigeren Verluste oder durch die wahrscheinlicheren Verluste am Ende aufgefressen und am Ende bleibt es ein Plus-Minus-Null-Spiel. Man kann das hier nochmal sehen. So wäre dann die Trefferquoten für den Stop-Loss-Fall und für den Gewinnfall. Und entsprechend würde man auch in so einem Markt keinen Gewinn machen. Das heißt letztlich, egal ob man in einem 50-50-Markt, egal wie wo man Stop-Loss und TP hinplatziert, man wird die Trefferquoten werden sich immer genau anhand dieser Entfernungen letztlich einrichten. So, und jetzt nehmen wir einfach mal an, wir hätten jetzt einen Ausbruch. Wir machen jetzt mal hier das Gegenbeispiel. Wir haben hier einen Stop-Loss, der liegt 2-mal so weit weg wie unser Gewinnziel. Ja, also hier oben ist unser Gewinn, das ist blau dargestellt. Hier gehen wir long an dieser Stelle X und nach unten haben wir eine Trefferquote von 33% für das Doppelte, für die doppelte Entfernung. Das heißt letztlich nichts anderes als, es ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 33% landen wir hier im Stop-Loss, also in unserem Verlust. Und mit 66% landen wir hier im Gewinn. Und wenn ich das den ganzen Tag mache, werde ich unterm Strich keinen Gewinn machen, denn mein Gewinn ist ja hier oben ja so eine Einheit. Ich verliere 2 Einheiten. Ich gewinne natürlich öfter diese eine Einheit, aber irgendwann kommt auch wieder der Verlust von 2 Einheiten. Und so kann ich das den ganzen Tag machen und werde am Ende des Tages nichts gewinnen können. So, und was muss man letztlich tun, um aus so einem 50-50-Markt oder überhaupt, was muss eigentlich passieren, damit ich in so einem Markt Geld verdienen kann? Also welche Voraussetzungen muss denn eigentlich gegeben sein, dass der Markt eben nicht so 50-50 läuft, sondern dass es in irgendeiner Art und Weise für mich einen Vorteil gibt? Was muss da eigentlich passieren? Wisst ihr das? Kai sagt einfach nein, das ist auch eine gute Antwort. Ja, Bewegung, genau, das wäre das eine, was passiert sein. Ein Trend, sehr gut. Genau, Bruno, das ist eine gute Antwort. Genau, wir brauchen einen Trend.
Genau, was ist denn ein Trend? Also Trend ist eine typische Markteigenschaft, die letztlich sagt, okay, die Bewegung in eine bestimmte Richtung ist wahrscheinlicher als in die Gegenrichtung. Also das, was wir kennen zum Beispiel aus den Aktienmärkten eigentlich seit Jahren, ist, dass sie sich bis auf vielleicht Corona, wo es mal einen richtigen Dip nach unten gab, aber der ist ja auch schon fast wieder verdaut, dass wir eine Trendrichtung haben. Und diese Trendrichtung ist halt aktuell ja immer auf Long, auf Kaufen. Und wenn wir einen Trend haben, dann haben wir einen sogenannten Bias im Markt. Das heißt, eine Bewegungsrichtung, und das ist in dem Fall die Long-Richtung zum Beispiel im Aktienmarkt, die Kaufen-Richtung, die Richtung nach oben, die ist wahrscheinlicher als die Bewegung nach unten. Und wenn man das mal sich genau anschaut, dann heißt es letztlich, wir bewegen uns weg von so einem 50-50-Markt. Also gehen wir nochmal auf das Beispiel zurück, wo wir hier gleiche Strecken hatten. Es ist also am Ende des Tages nicht mehr gleich wahrscheinlich, dass der Markt steigt oder fällt, sondern wenn wir einen Trend hätten, zum Beispiel einen Aufwärtstrend, dann ist es wahrscheinlicher, dass der Markt von irgendeinem Preispunkt X eine Aufwärtsbewegung macht gegenüber einer Abwärtsbewegung. Und dann würde hier zum Beispiel stehen nicht mal 50-50, sondern würde hier stehen vielleicht 60 zu 40. Und obwohl die Strecken gleich sind, ist es eben wahrscheinlicher, dass der Markt sich von einem Preispunkt nach oben bewegt, um eine gewisse Anzahl an Punkten oder einen gewissen Preisunterschied als nach unten. Und wenn wir das haben, dann haben wir einen Vorteil, beziehungsweise eine Trendrichtung, die eben dafür sorgt, dass wir hier einen Markteffekt nutzen können. Es gibt aber auch andere Markteffekte und darauf basiert eben diese Vola-Box. Da geht es eben darum, dass der Ausbruch aus so einer Box, und die kann man sich ja jetzt hier vorstellen, stellt euch mal vor, dass hier unten ist jetzt eine 15-Punkte-Box, dann haben wir also die Wahrscheinlichkeit, die einfach ein 50-50-Markt hätte, von 66%, dass man hier oben ins Ziel kommt mit der halben Boxgröße, also 7,5 Punkte, zu 33%. Und wenn man jetzt den Spread noch mit reinrechnet, ja, der Spread ist ja real da, den können wir nicht einfach wegdenken, unser Modell, dann verschlechtert sich das Bild schon. Ja, also in diesem ersten Markt würden wir kein Geld gewinnen und keins verlieren. Wenn wir den Spread einfach mit reinnehmen, dann würden wir auf alle Fälle schon Geld verlieren, denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir in den Gewinn kommen, die ist nämlich schon geringer als gegenüber diesem idealen Experiment, Gedankenexperiment. So, das bedeutet, wenn ich in diesem Markt einfach handle und ich keinen Vorteil habe, dann würde ich mit jedem Trade, den ich mache, letztlich Geld verlieren, weil ich dieses Brett bezahlen muss. So. Und jetzt kommt diese Vola-Box ins Spiel. Ich habe euch ja gerade gezeigt, diese Vola-Box berechnet Punkte im Markt, wo ein Ausbruch sehr wahrscheinlich ist. Das heißt, wo, wenn der Kurs reinläuft in diese Box, so ein Ausbruch in eine Richtung, ob das nur nach oben oder unten ist, spielt gar keine Rolle. Aber das ist wahrscheinlich. Das heißt, er bewegt sich aus dieser Box wieder mit einer ausreichend großen Bewegung heraus. So, und woran erkennen wir das? Indem wir genau messen, wie sich dieser Markt verhält an diesen Vola-Boxen. So, und er sagt letztlich, ich habe eine Trefferquote von 68,9%, dass der Kurs also in meine präferierte Richtung, egal ob es nach oben oder unten, rausläuft, gegenüber, dass er eben in den Stop-Loss läuft, der eben hier das Zweifache der Entfernung entfernt ist. Also nochmal gezeigt an den Vola-Boxen am eigentlichen Beispiel, was wir gerade selber gesehen haben. Wir haben ja gerade, ich kann ja mal kurz den Trade hier nochmal rausholen, den wir gerade hier gemacht haben an der Vola-Box. Haben ja gerade hier diese Box gehandelt von hier nach hier. Das hängt hier irgendwie mein Metatrader. Moment. So, also jetzt genau. Wir haben ja gerade hier diesen Trade gemacht. Ich muss kurz gucken, muss ihn kurz nochmal raussuchen, den wir gerade gehandelt haben. Das war im US-Markt. Da ist er. So, hier nochmal zu sehen. Machen wir das nochmal groß. So, also hier ist der Kurs reingelaufen in die Box und hier ist er ausgebrochen.
So, und das suchen wir mal richtig weit ran, damit wir das auch richtig gut sehen. Ich kann das hier unten mal zumachen. Wir haben also hier, das ist die einfache Boxgröße. Das war sozusagen wie der SL, denn auf der Gegenseite wird er multipliziert. Und das war die Bewegung, die wir brauchten, um ins Ziel zu kommen. Man sieht von vornherein, naja, die Bewegung, die wir brauchen, um ins Ziel zu kommen, die ist nur halb so groß wie die Bewegung, wo wir multiplizieren. Aber wir können ja hier auch sagen, wir stoppen das Ganze hier aus. Sei es drum. Letztlich, was es bedeutet, mit einer Bowlerbox zu handeln, ist, dass diese Bewegung, die nach, aus der Box raus entsteht, die jetzt nach unten diesen Ausbruch hier darstellt, diese Bewegung, dass diese Bewegung passiert, das Ganze ist wahrscheinlicher als in einem einfachen 50-50-Markt. In einem einfachen 50-50-Markt, und das schreibe ich hier einmal ran, wäre es ohne Spread, ja, wäre es genau 33,3% und so weiter, kann man hier ewig weiterführen, dass der ganze Kurs hier direkt in den TP reinläuft. Ich mache das mal mit einer anderen Farbe, dass man das ja auch klar sieht. Rot sieht ja nicht aus wie Gewinn, aber blau, das wäre der Gewinn. So, das wäre das Ganze in einem reinen 50-50-Markt und das würde uns nicht ausreichen, hier zu gewinnen, denn ja, wir gewinnen ja hier eine Einheit, wir würden hier zwei Einheiten verlieren, weil das ist doppelt so weit weg, der Stop-Loss. Das heißt, immer, wenn wir das immer machen würden, würden wir damit nichts gewinnen können. Da die Bowlerbox aber einen statistischen Vorteil hat, Entschuldigung, ich wollte hier oben die 33 hinschreiben, ich wollte hier unten die 66 hinschreiben, die Bowlerbox einen statistischen Vorteil hat, kommen wir hier mit einer höheren Trefferwahrscheinlichkeit raus. Das liegt eben bei rund 69%. So, jetzt kann man sagen, ja gut, was macht denn diese 3% aus? Und da kommt jetzt eben diese Multiplikation ins Spiel. Denn wir machen ja Folgendes, wir stoppen ja auf der Gegenseite nicht den Trade, sondern wir multiplizieren ja und treten dann eben den Ausbruch nach oben. Und so kann man sich ja vorstellen, okay, die Wahrscheinlichkeit im ersten Trade ist 69%, dass man im zweiten Trade das Ganze in den Erfolg bringt, dann eben bei ca. 86%, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe und so weiter. Und mit jeder Multiplikation steigt eben die Wahrscheinlichkeit, dass man das Ganze in den Gewinn bringt. Und durch diese Multiplikation hat man am Ende natürlich den Vorteil, dass man eben nicht den Trade immer, ja, eigentlich muss man stoppen, der nächste geht durch, der nächste muss man stoppen und so weiter, sondern man kann natürlich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit durch die Multiplikation jede Box am Ende des Tages in den Gewinn bringen. Und wie das ganz genau aussieht, kann ich hier noch einmal zeigen. Denn hier haben wir einmal die Tabelle mit den Trefferquoten, die sich eben über diese Multiplikation ergeben. So, es geht also los. Wir haben hier mal eine theoretische Performance auf der linken Seite angezeigt in diesem 50-50-Markt. So, und die theoretische Performance wurde berechnet auf 3.000 Trades mit einem Kapital von 50.000 Euro. Das entspricht auch meinem Live-Depot, was ich hier im TradersLab handle. Wir haben einen Gewinn pro Trade, der eben eingestellt ist auf 0,05%. Und man muss ja irgendwo das Ganze stoppen. Das heißt, wann müsste man einen Schluss machen, wenn sich das Ganze aufschaukelt? Das ist hier mit 1,5% eingestellt. So, und das habe ich ja gerade schon gesagt. Okay, im ersten Trade mit Spread ist die Trefferwahrscheinlichkeit 63,11%. So, im zweiten Trade 82 und so weiter. Und da sieht man ja, okay, man kann das ganze Spiel immer weiter treiben und man würde eigentlich im sechsten Trade zum Beispiel mit 98,79%, da denkt man schon, wow, es wird einem wahrscheinlich gar nicht auffallen, dass man eigentlich gar nicht gewinnt, sondern man kommt natürlich in 98% der Fälle aus dem Trade raus. Man muss aber für 1, noch was und zerquetscht Prozent der Trades in den nächsten reinlaufen. Und im siebten Trade wird es dann eben langsam ernst. Auch da sind immer noch Trades dabei, die nicht in den TP reinlaufen. Das sind nämlich hier diese 17 Stück. So. Und diese 17 Stück, beziehungsweise die dann eben in diesen kurz vor diesem achten halt reinlaufen würden, die machen es dann eben das ganze System kaputt. Da passiert Folgendes, da hat man dann durch diese Aufschaukelung, und geht ja immer hin und her und hin und her, wenn dann kein Ausbruch kommt, dann passiert natürlich Folgendes, da muss man hier diese 1,5% Verlust vom Tisch nehmen, muss sagen, okay, ich stoppe das jetzt hier, ich löse das jetzt auf, ich nehme diesen Verlust hin und dieser Verlust sind eben dann 750 Euro, wenn man das mal so ganz plakativ darstellt. Und diese 750 Euro, das Ganze kommt eben dann 19 Mal vor, diese 750 Euro fressen die ganzen Gewinne, die man davor gemacht hat,
fressen die letztlich wieder auf. Und so hat man kein Gewinnersystem unterm Strich, sondern man zahlt letztlich ziemlich genau die ganzen Spreadkosten, die man hier hat, letztlich unterm Strich eben hier als Verlust, weil man mit diesem System so keinen Gewinn macht. Jetzt nehmen wir aber die Wohlerboxen dazu. Das hier links zeigt also an, wenn ich einfach irgendwo Boxen platziere, was passiert dann eigentlich? So, rechts nehmen wir die Wohlerboxen hin. Dann haben wir hier in grün dargestellt, was sind die Trefferquoten in den entsprechenden Trades, wenn ich das Ganze eben nur an Wohlerboxen handle. So, im ersten Trade habe ich vorhin gerade schon gezeigt, haben wir eine Trefferquote von 69%. Das gegenüber der Trefferquote ohne Wohlerboxen natürlich schon ein entsprechender Hub. So, im zweiten Trade von 86%, im dritten bei 93%, im vierten 96%, 99% und dann im sechsten Trade hier zu sehen, die Trefferquote bei 100%. Das heißt, wenn man wirklich vormittags von 9 Uhr bis 10:30 Uhr ungefähr, 12, 11 Uhr, die Wohlerboxen handelt, dann erreicht man eine Trefferquote von 100%. So. Was heißt das aber unterm Strich? Es wird eines Tages der Tag kommen, wo auch eine Wohlerbox sich wahrscheinlich mal in den siebten Trade oder den achten Trade, wenn man es so weit treiben würde, aufschaukelt und kurz vorm achten Trade muss man das Ganze ja stoppen, weil dann eben das Verlustrisiko von 750 € zum Beispiel hier auf dieses 50.000 € Konto gerechnet erreicht ist. Was macht man dann? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt man, ich vertraue den Wohlerboxen und ich ziehe das einfach durch. Dann habe ich halt irgendwann mal kommt dieser Verlust, aber dieser Verlust wird meine Gewinne ja nicht auffressen, denn ich habe ja hier ein Gewinnersystem von der Trefferquote her. Das heißt, ich gewinne damit einen gewissen Betrag X, hier in dem Fall jetzt 750 €, weil das genauso eingestellt ist, 7.500 €, weil es genau eingestellt ist, über das Jahr. Und nehmen wir an, ich würde doch mal einen Trade drin haben, der so weit läuft, dann muss ich halt diese 750 € Verlust gegenrechnen, sozusagen vom Brett nehmen, vom Spielbrett nehmen und muss sagen, okay, das ist einfach so, das ist ein Teil des Spiels. Oder ich handle das Ganze sehr progressiv, würde also hier schon im fünften oder sechsten Trade spätestens hedgen und das eben am nächsten Tag fortführen, zum Beispiel, wenn wieder mehr Bewegung im Markt drin ist. Also diese Übersicht zeigt letztlich an, dass hier links, was man hier links sieht, das ist die Trefferquote ohne einen statistischen Vorteil, damit auch die Berechnung des Gewinns und des Verlusts. Und auf der rechten Seite sehen wir, was passiert, wenn ich die Wohlerbox mit ins Spiel bringe. Wenn ich also die Punkte im Markt, wo ich das Ganze durchführe, meine Handelsaktivität, wenn ich diese also ganz speziell auswähle, wo eben auch die Trefferquote sich deutlich zu meinem Vorteil entwickelt. So. Was kann man daraus schlussfolgern? Also erstens, die Wohlerboxen haben einen statistischen Vorteil, der sich am Ende auch in einer positiven Gewinnerwartung eben niederspiegelt. So, das Zweitens, was man ja auch sehen kann, Mensch, jetzt kann man ja sagen, Mensch, pro Box 2,50 €, das ist ja irgendwie, ist ja gar nicht viel, da kann man aber ganz klar gegenhalten, naja, ist die Frage, was man möchte. Ich handle die Wohlerboxen im Tagesgeschäft neben meinem, ja, mit meiner normalen Arbeit. Meine normale Arbeit heißt programmieren, koordinieren, Mitarbeitern führen, in Meetings, Planungen machen und so weiter. Und entsprechend habe ich das auf einem Bildschirm mitlaufen, auf einem anderen Bildschirm arbeite ich und immer wenn eben so eine Chance entsteht, ich habe euch ja gezeigt, dass man das eben entsprechend hier mit, dass man hier entsprechend ja dieses Radar hat, wo man das eben angezeigt bekommt, kann man die Boxen handeln und man handelt ja dann nicht nur eine am Tag, sondern mehrere am Tag. Man kann so 20 bis 30 von den Wohlerboxen meistens am Tag handeln, wenn man verschiedene Währungspaare und Indizes mit einbezieht und kann entsprechend sich so seinen Gewinn zusammenkumulieren. Man muss ja meistens relativ wenig machen, denn die Boxen laufen ja einfach so durch. Wenn man natürlich mal eine Box hat, die sich aufschaukelt, dann muss man sie aktiv auch beobachten. So, und das ist ja nur eine Strategie von mehreren. Und das Tagesziel ist dann eben immer so bei 0,1, 0,2% am Tag. Und so kann man dann eben im Jahr auch so auf ja, 10 bis 20% das Ganze eben handeln. Das ist auch mein Ziel im aktuellen Depot. So, also alle Boxen waren spätestens mit dem sechsten Trade im Gewinn.
Diese Aufschaukelung der Box kann man eben theoretisch betreiben bis zum achten Trade, wenn man bei 1,5% Schluss macht. Es gibt auch Trader, die sagen, ja, 1,5%, mein Gott. Also man kann ja auch bis 2,5% oder bis minus 3,5% handeln. Das ist ja noch keine Größenordnung. Bei mir sind es halt 1,5%. Da ist definitiv hart Schluss. Und ich werde auch so immer versuchen, diese Marke zu meiden, indem man eben sagt, ich passe genau auf, beobachte den Markt, wenn der Markt einschläft und dann kommt es ja zu diesen Aufschaukelungen, wenn der Markt einschläft und sich nicht mal groß bewegt, dann hedge ich das eben ab, mache also wie eine Pause und handle das eben an einem anderen Tag oder zu einer anderen Zeit weiter, wenn wieder richtig Bewegung ist im Markt. Und dann kann ich natürlich diese Möglichkeiten auch umschiffen. Unterm Strich, wenn ich es aber nicht richtig detektiere, ich bin ja auch nur ein Mensch, ich merke das vielleicht gar nicht, dann ist eben nach bei 1,5% Schluss. So, Boxen. Ab dem fünften Trade sollte man aktiv beobachten. Das heißt letztlich, ich muss genau schauen, okay, läuft jetzt langsam mit mir die Zeit davon, wird jetzt langsam Mittag, schaukelt das dann irgendwann auf. Und ja, da guckt man genauer hin. Das betrifft aber nur ca. 4% der Boxen, die anderen laufen einfach so durch. Also in der Woche hat man vielleicht eine oder zwei Boxen, wo man genau hingucken muss, ob man das Ganze jetzt eher beendet oder ob man das Ganze eben weiterführt. So, wenn man das Ganze macht, also ich habe ja gesagt, so hier 10 bis 20 Boxen pro Tag findet man eigentlich immer, die man handeln kann, dann schafft man damit ungefähr 0,1% am Tag und damit kann man eben 10 bis 20% im Jahr schaffen. Das Wichtige ist, und das ist auch letztlich die Message, die oben drin steht, also werden Sie vom Trader zum Riskmanager. Am Ende des Tages geht es ja immer darum, Risiken richtig zu managen, das heißt richtig zu beobachten, richtig einzuschätzen und am Ende des Tages eben mit der Vielzahl von Trades, wo man das Risiko minimiert, eine Rendite zu erwirtschaften und unterm Strich sein Risiko immer möglichst balanciert im Markt zu halten. Wenn sich nichts bewegt, muss ich nicht handeln. Ich handle nur an speziellen Punkten, eben an diesen Vola-Boxen und kann mir damit eine Rendite erarbeiten. So. Ich sehe schon, da sind eine ganze Menge Fragen noch aufgelaufen, die ich gleich gerne noch beantworte. Aber vielleicht noch Zusammenfassung. Ja, ihr habt gesehen, dieser statistische Vorteil, der war relativ schmal. Und man kann eigentlich auch behaupten, wir haben heutzutage sehr effiziente Märkte. Das heißt, es sind sehr viele Markttimer immer unterwegs, speziell auch in den Indizes und in Währungen. Wir haben Algorithmen, die Liquidität zuführen und wegnehmen zu gewissen Zeiten, um eben auch Renditen zu erzielen. Das heißt, wir müssen uns schon darauf einstellen, dass wir einen sehr engen möglichen statistischen Vorteil haben. Und wenn wir ihn wirklich haben, und das kann die Vola-Box ziemlich gut zeigen, dann müssen wir ihn eben auch ausnutzen. Und das nutzen wir natürlich maximal aus über dieses Multiplikationsverfahren. Denn wenn in eine Richtung nicht funktioniert, haben wir eine sehr gute Statistik, dass wir wissen, dass von dort aus die Volatilität, das heißt der Ausbruch aus so einer Range, eben stattfindet. Und das kann uns eben helfen, diesen statistischen Vorteil, der zwar sehr eng ist, eben auch zu nutzen. Und wie das der Sportler, der eben ja auch ja, am Ende des Tages, um zu gewinnen, nur sehr knapp über die Latte rüberkommt, kann man mit dem richtigen Training, mit den richtigen Tools und mit dem statistischen Vorteil am Ende eben den Markt am Markt auch bestehen und eben auch eine Rendite erzielen. So, und jetzt bin ich bereit für eure Fragen, auch gern noch zum MetaTrader oder zu den Tools, wie sie sich eben entsprechend entwickeln. So, Gunnar fragt, ändert sich das Ganze, wenn man den Gewinn pro Trade prozentual erhöht? Also was verändert sich dadurch? Das kann man hier ziemlich genug zeigen. Also nehmen wir mal an, hier habe ich jetzt einfach eingestellt 0,01, 0,01. Ich kann das hier oben ja einstellen. Was verändert sich, wenn ich das Ziel erhöhe? Und dann logischerweise auch das Risiko erhöhe, wenn ich das Ganze auf 0,02 einstelle, dann wird zum Beispiel logischerweise mein Ziel pro Trade erhöht. Aber ich komme natürlich nicht mehr so weit. Ja, ich komme hier von meiner Marge her. Ja, ich muss ja immer multiplizieren, dafür muss ich Margen hinterlegen. Ich kann natürlich nicht mehr beliebig viele Trades machen.
Und ich bin dann eben hier, wenn ich zum Beispiel mein Verlustrisiko hier bei 1,5% setze, dann würde ich hier dieses Verlustziel schon eben nicht im 8., sondern schon fast im 7., so kurz nach dem 7. erreichen. Ja, also man muss dann einfach, logischerweise, wenn man mehr gewinnen will, muss man auch wahrscheinlich seinen maximalen Verlust, ich habe jetzt mal hier 2,5% eingestellt, eben ein bisschen höher einstellen, damit man eben auch mehr gewinnen kann. Also letztlich ist das sehr analog zueinander. Sobald man mehr Gewinn pro Trade erzielen möchte, muss man auch das, ja, maximale Risiko, was man gehen möchte, man sagt, okay, bis zum 8. bin ich in der Regel immer draußen, bis hier war es ja der 6. Da muss ich eben auch meine Schwelle sozusagen, was ich für mich selber bereit bin, an Verlust hinzunehmen, eben auch größer machen. Das sind dann eben 2,5% zum Beispiel. Das ist jetzt ein Konto mit einem kleinen Hebel. Mir reicht der kleine Hebel aus. Ich handle mit dem kleinen Hebel auf diesem Konto. Und entsprechend komme ich mit dieser Einstellung theoretisch bis zum 8. Trade. Den brauche ich aber gar nicht mehr, weil im 8. Trade, oder genau wenn der 8. Trade ausgelöst worden wird, hätte ich mein Verlustziel ja erreicht. Insofern ist das nicht notwendig. Genau, Hedgen kann ich erklären. Jetzt die Pause machen. Ich kann hier mal einfach das Konto wechseln. Können wir mal aufs Demo gehen, können wir das ganz kurz zeigen. So, also jetzt sind wir hier auf dem Demokonto, da kann man nichts kaputt machen. Also Hedgen heißt nichts anderes. Ich mache mal kurz ein Beispiel. Ich muss einfach mal ganz kurz hier eine Box auslösen. Und das direkt mal schaffen. Also Hedging würde nichts anderes bedeuten, als wenn hier ein Kurs ausgelöst wird und die Box sich aufschaukelt, zum Beispiel im ersten, zweiten, dritten, und jetzt bin ich im dritten Trade, was wirklich häufig vorkommt und was gar nicht schlimm ist, aber ich bin im dritten Trade und jetzt plötzlich, ja, merke ich aber, jetzt geht so die Luft raus aus dem Markt. Ja, das heißt, es gibt kaum noch Bewegung. Es läuft so Richtung Mittag, vielleicht auch von der Zeit aus, und merke so, oh, das mache ich lieber morgen wieder zur Eröffnung, zur Markteröffnung weiter, weil da habe ich irgendwie bestes Gefühl, was die Bewegung angeht. So. Das heißt nichts anderes. Das nehmen wir jetzt an. Ich wäre jetzt nicht im ersten Trade wie jetzt hier bei diesem Beispiel, sondern ich wäre jetzt im zweiten oder dritten Trade. Habe ich hier einen Button, der nennt sich eben Hedge. Wenn ich das mache, wird diese ganze Box sozusagen in einen Modus versetzt, wo man effektiv flat ist. Das heißt, wenn ich jetzt gerade long war, wird eine Gegenposition gestartet, die eben in der gleichen Höhe ist, sodass ich dann plus minus null bin. Ich habe also einfach einen Long und eine Short Order jetzt im Markt, die genau gleich groß sind. Das ist dann einfach effektiv sozusagen dieser Hedge. Ist eigentlich dafür gedacht, dass man am gleichen Tag oder vielleicht auch am nächsten Tag das Ganze auflöst. Denn ich kann dann mit diesen beiden Knöpfen, die ich hier habe, und mit diesen drei Knöpfen das Ganze auflösen. Zum Beispiel, wenn ich der Meinung bin, der Markt geht dann eher Short, würde ich das Ganze jetzt hier auch verkaufen gehen und dann geht das ganze Spiel eben ab jetzt hier genau weiter. Hier jetzt der Markt fällt, ich komme jetzt hier langsam in den Gewinn rein. Wenn der Markt bis zu meiner blauen Gewinnziellinie läuft, kann ich auch weiter noch wegziehen, gewinne ich entsprechend. So, diese Auflösung von so einem Hedge macht man aber eigentlich auch genauso an Vola-Boxen. Also man würde dann am nächsten Morgen warten, wenn richtig Vola drin ist, dass der Markt so eine Vola-Box trifft, weil der Ausbruch aus diesen Boxen natürlich eine sehr hohe statistische Güte hat. Dann würde ich also warten, bis der Kurs in so eine Box reinläuft und würde dann eben durch Kaufen oder Verkaufen, je nachdem, wo er ausbricht, der Kurs, das Ganze auflösen. Soweit die Theorie zum Hedgen. Das könnt ihr auch selber gerne ausprobieren. Wie gesagt, ladet euch die Tools einfach mal runter. Gibt es ein Demokonto dazu, dann kann man das auch gut testen. So, wenn der Kurs jetzt hier unten diese Gewinnziellinie erreicht, steigt die Box automatisch aus. Das ist ja alles automatisiert. Das ist dann halbautomatisch. Ich muss nur entscheiden, wo gehandelt wird. Der Rest läuft ja dann so durch. Was ich aber machen kann, ich kann natürlich sagen, ich möchte mehr Gewinn haben, ziehe das entsprechend weg und würde dann, wenn der Kurs eben dann auch hier runterfällt, mehr Gewinn aussteigen können. Ansonsten mit Auto geht es genau an dieser Gewinnziellinie raus.
Die Zielbereiche errechnen sich, Markus, aus den Boxparametern. Ja, also wenn ich eine 15 oder jetzt hier keine 15er Box, sondern 36er Box habe im Dow Jones, dann ist der erste TP ziemlich genau nach 18 Punkten. Wenn ich hier so ein Ziel drin habe von 0,05, das ist also halb so weit weg, ja, kann man also hier zeigen, dass hier unten sind genau diese 18 Punkte, beziehungsweise ich kann es nochmal so zeigen. Das sind also hier genau diese 18 Punkte mit Spreads, dann noch ein Tickchen mehr, aber das ist diese Zielbereiche, die werden sozusagen auch die, wo die Box aussteigt und auch der eigentliche Ausstieg, das macht die Box komplett alleine. Da muss man überhaupt nichts tun. Was man machen muss, ist, man muss die Boxen identifizieren. Also welche Aufgabe habe ich als Trader? Ich muss herausfinden, an welchen Punkten kann ich so eine Box platzieren. In dem Fall natürlich an den Vola-Boxen. Und zweitens muss ich detektieren. Und deswegen ja auch vorne kam man die Frage, warum macht er das nicht einfach als EA? Der Mensch kann besser antizipieren, zumindest wenn man mal alles übereinander legt, was es dafür braucht, um es einer Maschine beizubringen im Vergleich zum Menschen, kann besser antizipieren, wann ein Trade oder wann ein Markt einschläft und ein Trading nicht mehr sinnvoll ist. Ja, also diese Volatilität, das hat man im Gespür, wenn man täglich am Markt ist, merkt man irgendwann, oh, heute ist keine Bewegung drin, ist der Wurm drin, das klebt alles. Oder heute ist auch nicht Bewegung, heute gibt es quasi die grüne Ampel, heute kann man traden, das macht sich aus einem kann der Mensch viel besser detektieren. Natürlich kann man das einem Computer beibringen. Man kann einem Computer sicherlich sowas beibringen. Auch trotzdem die finale Entscheidung, wir sind also kein Fan von automatischen Handelssystemen, die finale Entscheidung dafür sollte man schon noch dem Menschen überlassen. Auch die Verantwortung, die man damit ja trägt für sein eigenes Handeln, das sollte man schon selber machen. So, Claudia fragt, ob es einen Stopp gibt oder ist das die Gegenposition? Genau, also erstmal ist es natürlich die Gegenposition, die natürlich dann in die nächste Richtung das Ganze multipliziert. Das kann man jetzt nicht direkt als ein Stop-Loss bezeichnen, sondern es ist einfach nur, dass man dann eben die Richtung in der Gegenrichtung handelt. Es gibt dennoch ist ein Stop-Loss. Der liegt jetzt hier, ich kann es mal richtig einstellen. Ich mache mal diese Position aus. Wir sind jetzt hier im Mini-Gewinn, ich mache das mal zu. Ich stelle es mal so ein, wie das normalerweise original eingestellt ist. Ich habe jetzt hier gerade einen anderen Parameter drin. Normalerweise hat man immer einen Stop-Loss hier mit drin, weil es kann ja mal sein, dass das Metatrader abstürzt, der PC abstürzt, dass ja, der Strom ausfällt, was auch immer. Und jetzt mache ich mal hier eine Box auf, beziehungsweise lege die mal in den Markt rein, genau um den Kurs. Und da sieht man hier nochmal oben und unten über die Box hier nochmal diese roten Linien. Das sind die Stop-Loss-Marken. Sollte es also passieren, dass ich hier handle und dann fällt der Strom aus, liegen diese Ordern ja beim Broker. Ja, und diese Ordern und auch diese Stop-Loss-Ordern liegen ja beim Broker. Das heißt, wenn der Kurs dann weglaufen sollte, dann habe ich hier mit diesen Stop-Loss-Marken sozusagen einen Notstopp, damit unterm Strich, wenn ich dann aus irgendwelchen Gründen oder wenn ich umfalle, nicht mein Konto zerlegt wird, sondern dass dort eben im Zweifel diese ganzen Ordern aus dem Markt genommen werden. Grundsätzlich gilt natürlich, wenn man den, sobald man fertig ist mit Handeln, dann hört man da natürlich auf und fängt nicht an, das dann über Nacht laufen zu lassen, wenn man das nicht beobachten kann oder sonst irgendwas. Es läuft natürlich so, dass man das ja, live beobachtet und dann eben entsprechend auch aussteigt, wenn man dann fertig ist mit dem Handelstag. Genau. Also es gibt immer noch sozusagen Not-Stop-Losse. Ansonsten ist immer die Gegenorder sozusagen, Claudia, der Stop-Loss, beziehungsweise dann wird ja die Richtung gewechselt, solange das System läuft. Wenn ich da nicht eingreife erstmal, brauche ich dann keinen Stop-Loss. Wenn ich natürlich dann hedge, dann, das kann ich auch, das kann ich jetzt nicht machen, aber wenn man jetzt hedgen würde, dann braucht man natürlich keinen Stop-Loss, weil ist man dann effektiv ja flat im Markt. Egal wie der Kurs sich bewegt, es ändert nichts mehr am Konto. Genau, Michele, wenn du das testen willst, melde dich einfach bei deinem Coach, der macht dir ein Konto. Ein Demokonto und auch seht ihr auch die Software. Im Mitgliederbereich könnt ihr das auch jetzt direkt selber machen. Ansonsten wird er Unterstützung brauchen. Vielleicht gleich so erste Tipps, wie man das handelt. Den kann ich nur empfehlen, das mit seinem Coach zusammen zu machen. Dann könnt ihr das nämlich direkt, könnt ihr direkt den ersten Trade mit dem Coach zusammen machen. Der kann euch rechts und links
noch ein paar Tipps geben oder wenn ihr direkt eine Frage habt, was ja passieren kann, wenn man das jetzt alles installiert hat und dann zum ersten Mal selber das macht, kann man das direkt mit dem Coach zusammen machen. Also macht euch einfach einen Termin über den Clubbereich oder über die Webseite oder ruft ihn einfach an. Dann könnt ihr euch da direkt austauschen. Ansonsten direkt in den Starterraum. Jeden Vormittag kann man das ja auch dann zusammen nochmal durchgehen. So, wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Wir sind ja morgen dann mit dem zweiten Teil am Start ab 9 Uhr. Gucken wir uns noch die ganzen anderen Strategien. Das ist ja nur eine von vielen Strategien, die wir handeln. Gucken wir uns einmal morgen ein bisschen genauer an. Und ich kann euch nur empfehlen, ladet euch das einfach mal runter, installiert das mal, macht mit dem Coach sozusagen eine Proberunde, der es euch alles mal zeigt. Und dann seid dabei im Starterraum oder später im Live-Trading-Raum. Guckt uns jeden Tag über die Schulter. Ich würde mich freuen, das dann auch mal ein bisschen zu vertiefen. Ich denke mal, in so einer 2-Stunden-Webinar ist alles sehr kompakt und alles sehr, ja, sehr viel auf einmal vielleicht auch. Und wir können das gerne dann in den nächsten Wochen, kann man ja sagen. Ja, also 30 Tage sind ja dann auch 4 Wochen vertiefen und uns das anschauen. Und ich freue mich drauf. Wir sehen uns morgen wieder ab 9 Uhr. Jörg, dann würde ich vorschlagen, dass der Dow Jones, also der US-Markt, für dich wahrscheinlich mehr geeignet ist. Der US-Markt beginnt ja 15:30 Uhr, da geht es also ab 16 Uhr noch zur Sache. Wir haben jetzt auch gerade ja hier im US-Markt im Dow Jones gehandelt, die Rollerbox. Also war ja ein schönes Setup. Kurs von der Öffnung her weggelaufen, in die Wohlerbox rein. Hier war das erste Ausbruch, hier war der zweite Ausbruch. Das war jetzt zum Beispiel. Wir handeln ja zusätzlich noch die Big Numbers, also jetzt hier die runden Zahlen. Wir handeln zusätzlich noch Blue Boxen. Jetzt gar nicht drauf eingegangen. Die bilden sich eben auch im Markt. Kann man eben auch als Ausbruch handeln. Es gibt eine ganze Reihe von Boxen, die man handeln kann. Auch am Nachmittag, eben ab 15:30 Uhr, wenn die US-Märkte öffnen. Und dann haben wir noch Tagesstrategie, 4-Stunden-Strategie, die eben dann auch am Nachmittag stattfinden. 15 Uhr zum Beispiel, 19 Uhr. Okay, wir sehen uns morgen wieder ab 9 Uhr mit der zweiten Runde. Weitere Strategien, Vorstellungen von uns als Club auch. Und wenn ihr Fragen habt, eure Coaches stehen euch eigentlich fast rund um die Uhr zur Verfügung, wollte ich schon fast sagen. Das natürlich nicht. Sie müssen auch schlafen, aber ab morgen früh sind sie auch wieder da. Wenn ihr das Installationshilfe braucht oder ein Demokonto braucht, dann könnt ihr euch gerne bei euren Coaches melden. Das funktioniert dann eigentlich immer sehr gut und sehr schnell. Bis dahin, einen schönen Feierabend und bis morgen. So, die Aufzeichnung ist jetzt beendet. Kai, ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Danke, Bruno. Genau, guckt euch einfach die Aufzeichnung an. Nochmal, wenn das vielleicht auch alles viel auf einmal war. Sehr gut, Oliver. Bis morgen. Tschüss, Hans. Mach's gut, Albert. Ciao, Tobias. Mach's gut, Markus. Tschüss Karin, ciao Alexander, tschüss Lars, tschüss Jochen.